irgendwie live auf Twitch. Das Ganze fängt an. Ja, irgendwie schon. Der zeigt mir unten irgendwie so ein Kilobyte in der Sekunde an. Ich glaube, das ist gut. Ja, ich hoffe, dass es nicht so sehr leckt und dass man das gut verstehen und hören kann hier. Die haben uns entschieden, die ModConf auf Twitch zu machen, weil das große User Balancing ist kurz davor, völlig gegen die Wand zu fahren. Und ja, deshalb werden wir das jetzt ganz einfach anpassen. Entsprechend. So, ihr Lieben. Dann machen wir damit, denke ich, sollten wir anfangen oder wollt ihr die anderen Sachen zuerst klären? Ja, macht Sinn. Ich würde jetzt von oben nach unten einfach. Was ist von oben nach unten, wenn das eine Thema in keiner Reihenfolge ist? Die Chakra-Werte. Ja. Ein Problem ist aufgetaucht, dass die mathematische Leistungsfähigkeit bzw. mit den Bruchwerten mit vielen Kommastellen, die zusätzlich nicht zu unserem klassischen System passen, schwer zu rechnen ist. Also im Prinzip ein Sechstel Chakra-Reduzierungskosten zum Beispiel, dass das nicht ganz verständlich ist. Wohingegen ich den Vorschlag gemacht habe, das einfach auf das Standardsystem zu ändern, was wir überall haben. Es heißt, niedrigster Wert ist 25% Steigerung oder Verringerung. Und ja, geht dann halt bis x Prozent. Macht für mich auch Sinn, ganz einfach, da man sagt, man ab Chakrawert 4 25% muss man da mehr bezahlen. Ab 3 dann 50%, 2 und 3 würde ich gleichbleibend machen. Und ab 1 ist es dann Verdopplung. Oder weil wir haben ja den 75% Schritt haben wir ja auch noch, den können wir dann ab 2 machen. Ab 1 dann halt die Verdopplung. Die 100% und dann nach oben hin genau dasselbe. Finde ich. Möchtest du mitschreiben oder? Funktioniert's aber nicht. Ich mach schon. Wieso? Wenn du 10 hast, kannst du ja nicht 100% Chakra-Verbrauch einsparen. Da hast du ja gar keinen. Ah, stimmt. Da ist 50 ja eigentlich 75 die Maximalgrenze. 75, je nachdem, wie hoch wir es haben. 75 wäre aber meiner Meinung nach zu viel. Ja, dann. 50% sollte da schon die Oberseite. Ja, aber die, dann werden zwei Werte einfach gleichgesetzt, ja, wo es dann kein. Der 8er Wert muss einen Punkt geben, der 10er Wert muss eine Steigerung sein und eben entweder der 6er oder der 7er Wert. Ich würde es eher auf den 7er setzen, weil 5 und 6 ist B-Rang, 7 ist A-Rang. Ja, 8 ist dann S-Rang, dann gibt's 9, gibt's nix und dann 10 hast du dann. Aber dann brauchen wir trotzdem drei Aufzeichnungen. Nach Brüchen momentan bei uns so, dass der Chakra-Verbrauch halbiert wird. Das heißt 50%. Ja. Das heißt 50%. Ja, gut, dann. Oder man macht halt einfach nur noch zwei Werte, weil die anderen Werte, das ist so minimal, das fällt in keinem Kampf-RP auf. Wer meint, das würde auffallen und würde einen Vorteil einem geben, der hat keine Ahnung und hat noch nicht gekämpft. Also es fällt echt nicht so auf. Das merkst du gar nicht. Die RP-Mod ist einfach unglaublich eklig, das nachzurechnen und zu kontrollieren. Ich habe mit Seiji bis vor 2 Jahren hatte ich mit dem Chakra 4, ist es noch nie aufgefallen in dem Kampf, noch nie. Das hat mich einen Scheiß gejuckt. Mehr um die Chakra-Verbrauch-Erhöhung, oder? Ja, dann können wir doch machen, was weiß ich. Ab 10 gibt's 50%, ab 8 gibt's 25% und die anderen Stats, die geben halt keinen Boni auf den Dingswert. Die Anpassung mit Reduzierung? Da können wir es ja rückwärts machen. So bleiben wir gehabt. Richtig, der Malus ist dann einfach schlimmer, dass die Leute wissen, sie müssen ein paar Stat-Punkte auf Chakra investieren, dass der 5er-Wert halt der Schlüsselwert ist, um keinen Negativ-Malus zu haben. Aber welchen Prozentwert wirst du dann nehmen? Normal, quasi. Ja, rückwärts. Dann 16 oder 15. Nee, 25%. Ein Sechstel streichen wir doch raus. Die Werte haben gar nichts mehr damit zu tun. 4 ist 25%. 3 ist, lassen wir, 3 und 4 ist dasselbe, halt ab ist 25%. 2 ist 50% und, nee, das macht keinen Sinn.
Nee, 4 ist 25. Ja, 4 ist, ja, 4 ist 25, genau. Und 1 ist 100. Das funktioniert bei der Verbrauchserhöhung, geht das ja auf. Ja, dann das sind 2 ist dann ist 50% und 3 ist, 2 ist 75 und 3 ist 50. Was ist 1? 1 ist 100, ist die Verdopplung. 100% ist eine Verdopplung. Das heißt, wenn du einen Chakra-Wert von 1 hast, musst du bei einem Muse dann... Doppelten Chakra-Verbrauch haben, ist jetzt genauso. Okay, jetzt ergibt Sinn. Ja. Für Leute wie mich ist das genau... Ja, und bei 2 sind es 75% mehr, bei 3 sind es 50% mehr, bei 4 sind es noch 25% mehr Chakra. Okay. Siehst du, ganz einfach. So hätten wir das von Anfang an machen sollen. Ja, ich hab's nicht gedacht. Damals waren wir das nicht so extrem. Fällt nur auf 7. Damals waren die Leute nicht so dumm wie ich. Nee, die Steigerungsform. Kein Ausdauerwert richtig festgelegt, deswegen hatten die Brüche teils Sinn gemacht. Richtig. Dass man nur eine grobe Vorstellung hat. Ja, das ist noch aus dem ganz alten System, wo das noch nicht so war mit den Prozenten. Müssen wir doch den 7er Wert anfangen. Nee, müssen wir nicht. Haben doch nur gesagt, nur 8er und 10er haben eine Steigerung. Die anderen geben keine. 6 und 7 geben keins, genauso wie 9. Wieso muss 9 was geben? Das macht keinen Sinn. Bei 9 kriegst du weder ein Jutsu dazu noch sonst was. Patrick! Aber bei 9 hast du halt den Vorteil, dass du genau. Machen, ab 9 die 50%-Regelung zu machen, dann brauchst du... Nein, das nicht, aber 9 müsst du doch automatisch die 25 mit drin haben. Ja, hast du ja auch, weil die kriegst du ja schon ab 8. 9 hat gar nicht. Ab 8 hast du die 25% und ab 10 hast du die 50%. Genau. Und 6 und 7 gibt dir gar nichts. Das heißt, wenn du 5, 6, 7 machst, dann hast du 100. Ja, nochmal. Okay, gibt es noch Meinungen zu dem Thema? Nö, ist gut. Nö. Was noch? Ich hab auch nichts. Konnte ich es nur wagen, das Kind ein Stückchen höher zu heben? Darfst du nicht, er will so liegen bleiben. Ja. Lass das. Beweg dich nicht. Atme nicht. Nächstes Thema. Laufende NBWs oder machen wir das mit VWPs zuerst? VWP zuerst, okay. Folgende Situation war da im RP. Martina hat durch ihren Post quasi mein Arang Fuin Kontroll-Jutsu aufgelöst. Direkte Situation, kann Patrick vielleicht was dazu sagen? Er hat das Jutsu auch schon abbekommen. Patricks Toshiro ist ein Fuin Jutsuka, hat den Bereich aber halt nicht. Und Patricks Toshiro konnte das vorhin nicht erkennen. In Matthias' Ausgangspost, der jetzt natürlich nicht mehr vorhanden ist, weil er schon editiert wurde, hat sie praktisch eine Technik anhand von einem Chakra-Impuls oder von einem veränderten Chakra-Fluss erkannt, was natürlich nicht geht und was aufgrund vom Rang und vom vorhin Wissen von ihrem Charakter PG ist. Martina meint. Ja, ist doch scheißegal. Die heißen für mich alle gleich. So, das zur Situation. Und da ist jetzt halt die Frage, ob es dafür noch ein VWP gibt oder nicht. Wir haben halt darüber gesprochen, dass das eigentlich keine Situation ist, wo man sagen kann, okay, ich hab's nicht besser gewusst oder ich hab's übersehen oder sonst was. Wie hast du... Ach, ich schau kurz bei Ju selber. Welche Technik ist das? Wie heißt sie? Wenn du meinen Ju nochmal Ju nennst, ja, dann fickt er dich hart. Ich sag's dir. Also, wenn du Martina nochmal Matthias nennst, ne? Dann fickt sie dich hart. Lass mich doch in Ruhe, ich hab keinen Schlaf. Ey, das ist meine Ausrede heute Abend, Chris. Was willst du denn? Geh arbeiten. Such dir einen Job. Ja, ist ein Job nicht jetzt. Irgendwas mit Kontroll. Arang.
Japanisch, ich war, nee, Kontroll, scheiße, ich kenne doch die japanischen Namen nicht. Kontrolle oder Verlust? Genau, das da. Lies es dir durch. Es ist eine Arang-Technik, ganz einfach, und Ihachara kann keine Arang-Fuhlen-Technik erkennen, das geht nicht. Was, wie das Jutsu aufgebaut ist und so weiter, das spielt überhaupt keine Rolle dafür. Es geht rein um die Stat-Werte, ob Ihachara dazu in der Lage wäre, das zu erkennen, und das geht nicht. Wenn das ein... Steht ja nur irgendwo, dass es dann vielleicht auch irgendwie erkannt werden kann. Das will ich doch nur jetzt mal nachlesen. Steht da nicht. Kannst nicht lesen, hör auf zu cheaten. Ich glaube, ich würde mir selbst keine User-Wähler auf dem VWP geben. Ja, also wie gesagt, ich persönlich finde es jetzt nicht so drastisch. Eigentlich ist es ein VWP wert, ja. Ich würde dir auch raten, den zu nehmen, sonst kommt wieder aus irgendeiner Ecke. Steph, unneutral. Kind, was machst denn du? Er wandelt. Ja, er rutscht rum. Wie gesagt, ich kann es nachdenken. Wenn ich einen User bewerten würde, würde ich es ihm abgeben, also klatscht ihn mir rein. Gut, dann haben wir, dann kann Kevin aufhören zu lesen. Ich hab sowieso nicht mehr gelesen. Statt was habe ich gleich aufgelesen. Ich hab dich nur auf deine Fertigkeiten reduziert. Wieder 2000 Wörter gleich weg. Angenommen. Jawohl, das mache ich dann öfters. Nee, wir haben doch schon gesagt, ich muss Pornpost schreiben, dann kriege ich angenommen. Ja genau. Moi. Gar kein Ding. So, dann geht es um Tengu Kato, denke ich. Was war bei ihr? Kein FP-Fehler, aber wir haben in den Regeln, Moment, dass die Chara-BW verlinkt werden muss. Die Stats in der Übersicht eingetragen werden. Ah genau, und beides nicht gemacht. Ich hab mich sehr aufgeregt, vor allem die Signatur, er hat kein Bild, da steht einfach nur BW und du klickst auf BW und kommst unter angenommene Charaktere. Da fühle ich mich persönlich schon ziemlich verarscht. Ja, und hab schon gedacht, damals, als wir das eingeführt haben, dass in den Spoiler da eingetragen werden müssen, also in der Profil quasi, haben wir den Usern, glaube ich, 2 Wochen Zeit gegeben, das zu machen. Wer das nicht macht, hat ein VWP bekommen. Der Tengu-Card ist danach erstellt worden. Aber die Regelung besteht ja trotzdem noch. Kann es auch so bleiben, aber wenn ich auf den Charakter treffe, sage ich, da steht ein toter Mann neben mir. Keine Stats in die Übersicht eingetragen. Das war so ein Punkt, da hätte ich den einfach eine PM geschickt, wenn mir das überhaupt aufgefallen wäre. Ich poste mit dem Lokat, das ist mir nicht aufgefallen. So wenig Wert lege ich auf diese Stats in der Übersicht. Hätte ich eine PM geschickt, mach bitte, weil Regelung, dann wäre das gelöst. Ganz ehrlich, die Chara-BW nicht verlinkt zu haben, dass das grenzt. Ich weiß nicht, das grenzt für mich an Absicht. Das ist fast schon so geil wie mein Hilfebanner, wo dann zu dir verlinkt ist. Das hat mich, glaube ich, noch gar nicht gemerkt. Was hast du gemacht, Chris? Was? Das weißt du nicht? Das habe ich schon seit, keine Ahnung, seit 3 Monaten. Warte, ich drücke einfach mal auf Minaros Account, klick auf den Spoiler ganz oben und klick dann auf das Bild und schau, was passiert. Okay. Jeder User macht jetzt genau. Genau. Ja, also wie gesagt, wir haben damals, was die Stat-Punkte angeht, VWP-Punkte angeht, verteilt, damals, als wir das neue Regelung eingeführt haben. Damals, als war das ungefähr? Vor 2 Jahren. Maki Shura ist seit 2012 angemeldet und bei dem Charakter steht auch nicht drin. Ja, Maki Shura war damals schon im Forum. Also Katja müsste es eigentlich wissen. Richtig. Ja, Katja war zwischenzeitlich aber auch schon Ewigkeiten nicht da. Ich bin dafür, sie einfach zu informieren, sie soll es ändern. Wenn es da nicht gemacht wird, dann kriegt sie den VWP, ansonsten nicht. Okay, ich würde sagen, er hat eine Woche Zeit. Bis zur nächsten Woche. Ja, wir müssen ja nicht besprechen, wenn es nicht macht. Ja. Also wie gesagt, für die Charakter-BW-Angelegenheit wäre ich eigentlich für ein VWP. Weil, wie gesagt, das ist so drei. Da kann man nicht sagen, es wurde vergessen oder so, aber, also,
Guck mal so. Einfach auf die falsche Adresse reinkommt. Vielleicht hat sie einmal vergessen, weiter zu klicken. Ja, ist ja auch egal. So, das Thema auch geklärt. Also eine Woche, also eine Woche nachher das zu machen, ansonsten VWP. Das klickt das Button. Alter, das ist schon diabolisch, ne? Das hab ich seit 2 oder 3 Monaten drin, ne? Beste. So, es ist ich wundere mich, warum ich ständig von irgendwelchen Leuten PMs bekomme. Dass ich wo noch steht, hallo Chris. Das wäre mir aufgefallen, dann hätte ich nachgefragt. Also. Okay. Ja, die, ja für ganz neue User ist man ja nur der Admin. Denke, lacht mich an. So, dann haben wir das geklärt. Laufende in bewesene Signatur verlinken. Ja, das ist eine ja, Regelung. Das ist eine Regelung, die haben wir sowieso, dass NBWs, die man aktiv in der Signatur verlinken muss. Haben viele nicht. War das nicht auf Paradebeispiel zu NBW bestimmt? Ja, hier zu NBW. Paradebeispiel sag ich mal, der selbst die Übersicht hat, wie viele Videos und NBWs er noch laufen hat. Ich bin einfach mal dafür, dass man nachholen sollte, dass die User sag ich mal, ein oder zwei Wochen Zeit haben, das zu machen, und wenn danach noch einer auffällt, der es nicht gemacht hat, gibt es halt VWP. Also ich finde das mit der User-Verlinkung finde ich scheiße. Ich nicht. Die Diskussion ich nicht. Hatten wir schon, deswegen haben wir es ja als Regel weg. Ja, ich weiß, ich finde es trotzdem scheiße. Ich meine, wenn jemand 10.000 Jutsus macht, NBW stellt und dann nicht mehr rafft, welche Jutsus er gelernt hat und was nicht, das ist das perfekte Beispiel von dem Thema, was wir schon mal angesprochen haben, im Sinne von nicht im lebendigen RP ist der Charakter dann. Darum geht es, wenn jemand viele Jutsu erstellt, wie zum Beispiel Feder, dass wenn er weiterhin stellt, man als sehr viel überwiegend hat, dann noch am Laufen, dass man sagen kann, lern mal die anderen, jetzt wieder irgendwas NBW. Das ist ja nicht so, als würden dann irgendwie 20 NBWs in 3 Tagen kommen. Dann kommen halt 20 NBWs über 5 Monate und sie werden trotzdem nicht abgearbeitet. Dann hat man das einfach nicht mal im Blick. Also kann man nicht mal sagen, das sollte der Staff eigentlich wissen. Dann müssen wir eine andere Regelung machen, dass erst eine neue UZ-NBW gemacht werden darf, wenn die andere abgearbeitet ist. Das funktioniert ja auch nicht, weil es einfach manchmal im RP sein kann. Du hast dir was vorgenommen. Und dann kommt irgend so jemand, ich nenne diesen jemand jetzt mal You und sagt, ey, ich brauche was anderes, mach. Und dann musst du halt einen Jutsu-NBW machen für was anderes. Erstmal deine 50 anderen Jutsus lernen. Ja. Das macht keinen Sinn, das so einzuschränken. Weil es passiert halt einfach nicht immer so, wie man es haben will, dass man lernen kann. Ich sag dir, da laufen 80 Leute und ich sag mal 80% vom Staff-Team selber damit rum, dass sie ihre NBWs nicht verlinkt haben. Breite Beispiel, Kevin. Ja, Christoph, ich verlinke den Scheiß auch nicht. Ich weiß, welche Jutsus ich noch zu lernen habe und fertig. Ich finde das total behindert. Warum muss ich meine Signatur, die eh zugemüllt ist, mit dem Scheiß noch mehr zumüllen? Ich bin der Admin! Ich bin dafür, sie einfach zu informieren, sie soll es ändern, wenn es da nicht gemacht wird, dann kriegst du das Vorbild. Wie viele UZ-NBWs hast du noch laufen? Ja, weiß ich gar nicht. Ich schau mal nochmal nach. Super. Ja. Und wie gesagt, für den Charakter-BW-Angelegenheit wäre ich eigentlich für ein VWP. Weil, ja, super. Wie gesagt, da kann man nicht sagen, es wurde vergessen oder so, aber also, guck mal so. Einfach die falsche Adresse reinkommt. Vielleicht hat sie einmal vergessen, dass meine Kopfhörer ausgeschaltet. Ja, ist ja auch egal. So, das Thema auch geklärt. Also eine Woche nachher ist es gemacht. Ja, um Twitch zu hören heute. Das klickt, das passt. Philly darf nichts mehr sagen im TS, das hört sich so schrecklich an. Im Twitch. Dankeschön. Nee, das schallt doppelt. Du hörst dich zuerst ins TS sprechen, also über dein Mikrofon und dann gleichzeitig nochmal hinterher im TS. Das ist bei dir
das. Nee, bei mir ist es nicht. Ich hab doch gerade. Wenn ich dich höre, ist das nicht anders. Ich hab doch gerade mir Twitch angehört und hab ich gemutet. Mich hört man normal, nur bei dir ist dieser Doppelhall. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Oder ich weiß nicht, vielleicht spinnt mein Aufnahmeprogramm oder kommt mit irgendwas nicht klar, ich weiß es nicht. Das kannst du sowieso ausmachen, es leckt, schreibe ich hier schon. Das liegt an eurem Kack-Internet auf euren Dörfern. 100 MB Standleitung ist Twitch richtig und nicht euer Bambus-Internet da. Lass den Hamster schneller laufen. Beschwert euch bei den Asylanten. Mensch, Kinders! Du nimmst jetzt dein Kind, bevor ich durchgehe. Ja, komm wir mal zurück. Hier! Hallo! Also wie gesagt, eine Woche Zeit. Herr Kerchner! Nachtragen, dann VWP. Hallo! Ich rede mit dir. Ja! Dann müssen wir jetzt alle in unsere ganzen Twitch-Dinger da reinballern. Alle Jutsu-NBWs. So, und du kommst jetzt ins Bett. Könnt ihr ja gerne in einen Spoiler. Da kannst du quaken, ist mir egal. Mach ich das aber ganz klein. Du musst jetzt einfach friedlich sein. Es geht nur darum, dass es klein machen, wie du es drin ist. Es geht nur darum, dass man auch Left Team auch eine Bewertung, dass man halt sagen kann, du lern das mal fertig, bevor du jetzt wieder 20 Jutsus MBW. Okay. So, Thema durch. Oder gibt's noch meine? Außer, dass Chris das scheiße findet. Das haben wir inzwischen mitbekommen. Ja, ich würde auch scheiße haben. Okay. So, dann verbliebenes Thema, Tengu Kato Aktivität. Hm? 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 Hab ich gestellt, dass die Rhetorik hier und seine Aktivität ist nicht gerade berauschend, um es mal freundlich auszudrücken. Alle vier oder drei bis fünf Tage so im Durchschnitt zu posten, ist keine Aktivität für den Jinchuriki. Und erst recht nicht, wenn man nur zwei Charas hat, wovon momentan einer die ganze Zeit bewusstlos ist und nicht gepostet wird. Ja, aber da muss man auch zu Peter wieder was sagen, weil der postet mit Nana auch nicht mehr viel. Dann sagst du doch, was ich gesagt habe. Chris hat gerade gesagt, da muss man auch zu Peter dann was sagen, weil der postet mit Nana auch nicht aktiv. Aber ich persönlich finde, dass man jetzt nicht jemand, der nicht aktiv ist, zum Vergleich ziehen sollte. Und sagen soll, der ist auch nicht aktiv, deswegen dass den anderen Inaktiven oder nicht so Aktiven auch das machen. Also, ich habe jetzt mal die letzten Posts zu Tengu nachgelesen, also beziehungsweise nachgeschaut, hat eigentlich bis auf den letzten Post tatsächlich über relativ zügig gepostet. Ja, und jetzt warten wir auch schon wieder 3 Tage auf ihn. Das 3 Tage finde ich jetzt okay. Wenn er heute noch postet, ist das der 4. Tag. Es ist Wochenende, wer weiß, was das ist. Sie. Sie ist da, weil sie hat auch im Balancing was geschrieben. Sie hat dann die Sahara als Imbalance gemeldet. Also da ist sie. Okay, aber sie ist ein Arschloch. Du hast jetzt schnell 4 Wörter reinhaust. Ich bin nicht mal dafür, dass ein Chara oder ein Shuriken entschied. Ich wäre einfach nur dafür, dass man halt in der Ankündigung nochmal drauf hinweist. Das wird mir persönlich schon reichen. Kann man ja machen. Also ich bin bei jedem für Aktivität, also es ist mir ziemlich glatt soweit. Aber ja. Aber. Ja, das war's eigentlich. Da wirklich. Ich meine, es bringt jetzt nichts Produktives. Ich meine, das kann das genauso jetzt mal unabhängig von Shinchuriken, das ganze Zeug. Aktivität kannst du bei jedem irgendwann allein schreiben. Ich habe jetzt nichts so Extremes festgestellt und ich poste jetzt mit dir auch schon die letzten Wochen, Monate rum. Da waren andere genauso dabei, teilweise sogar ich, die genauso lange gebraucht haben, so 3-4 Tage, das kann halt noch vorkommen. Da weißt du nie, was los ist. Solange jetzt unter der Woche halt, würde ich jetzt da keine Grundlage sehen. Ich meine, das ist gerade eine blöde Situation, weil da sowieso so viel arschviele Leute da sind. Nur das kann man dem einen Char jetzt auch nicht in die Schuhe schieben, dass das dem jetzt nicht wiederhängen. Ich weiß nicht, Max, du vergisst eine Sache. Er spielt einen Jinchuriki. Ein Jinchuriki hat, ich sag mal ganz kurz, die Pflicht, aktiv zu sein.
Der ist nicht vergleichbar mit einem, ich sag mal, 0 ab 15 Jahre, was die Aktivität angeht. Also, wie gesagt, ich will ihm ja gar nicht den Schare jetzt machen, ich will gar nicht mal nur halt den Hinweis. Ein bisschen mehr Aktivität wäre halt ganz nett. Bleibst du hier liegen? Nee, du kannst ihn da nicht hinlegen. Da ja, ich muss ihm was zu essen machen. Ja, dann was, gib ihm mir, dass du das... Ja, also wie gesagt, das kann man in der Ankündigung einfach einmal hinweisen. Ja, ja, das habe ich mir fast gedacht. So. Habt ihr das mit dem Jenschurik hier besprochen jetzt? Ja, ja. Okay. Gut, ja. Ja, man muss auch einfach an die Zukunft vom RP denken. Ja, wenn zum Beispiel so jemand wie Katja jetzt da zum Beispiel an dem Tor, an dem Rad mitpostet, dann ist ein Hängen vorprogrammiert. Das geht natürlich gar nicht. Okay, jetzt zu der Balancing-Geschichte. Wir warten kurz noch 5 Minuten, bis mein Kleiner ein Fläschchen in der Schnisse hat. Sonst zerstört die Soundkulisse nämlich alles, was ich sage. Ja. Solange schalte ich Brüste ein. Ja, das kommt noch. Twitch ist ja auch ein bisschen hinten dran. Ah, oh, jetzt weiß ich, was also jetzt. Nicht nur Julia ist jetzt vom Smartputzen überzeugt. Auch Florian, Anna-Maria, Arno und Heidi. Jetzt weiß ich, was das Scheißproblem ist mit dem Aufnahmeprogramm. Irgendwie frisst es das Push-to-Talk nicht mehr. Aha. Also, mich hört man so bei mir, das ist das Scheiß, oder? Nee, das ist bei mir. Bei mir hört man den Kleinen auch, wenn ich nicht auf Push-to-Talk drücke. Aber ich verstehe gerade nicht, warum das der Fall ist. Das verstehe ich nicht. Naja. Okay, so machen wir weiter. Thema Balancing. Ganz einfache Geschichte. Ja, ich habe Push-to-Talk nicht gedrückt und jetzt ist gut. So, wir haben ja dieses, von letzter Woche wollten wir ja dieses User-Balancing durchführen und es ist jetzt einfach abzusehen, dass das Ganze extrem nach hinten losgeht, ja. Es sind so Dinge wie gerade aus dem Minato genannt worden, das ist in Ordnung, aber das sind auch teilweise richtig aberwitzige Dinge genannt worden. Ich meine, Leandre hat seine eigenen Chara praktisch gevotet, warum auch immer, wurde nicht richtig genutzt, Chiba wurde gevotet, was total sinnlos ist, Takashi wurde doppelt gevotet, weil man noch nicht mehr wusste, dass das ein und derselbe Chara ist. Und da habe ich schon echt... ich zweifle und ich weiß ja, es sehen einige User zu und ich sage das jetzt laut.
Ich zweifle bei einigen von euch entweder an eurer Fähigkeit zu lesen oder an der Intelligenz. Ja? Also, sowas passiert mir nicht. Also, wenn ich einen Text habe und sage, das und das sollte gemacht werden, in dem Text von Kevin steht in einem sehr guten Deutsch, was ich als Vollblutpfälzer verstehen kann, benenne zwei Charaktere. Da steht nicht, rede in dem Thread über diese Charaktere, nenne deine eigenen Charaktere, nenne sinnlos irgendwelche Charaktere, da steht nicht, kritisiere andere Charaktere, da steht, benenne. Bis spätestens Samstag, den 17.10. Was ist daran so schwer? So. Und auch sollten nur Charaktere benannt werden, wo ihr selbst sagt, ja, da sehe ich einen balance-technischen Fehler oder ein balance-technisches Kriterium, wo der Steph vielleicht falsch gebalanced hat, gar nicht gebalanced hat, eine Fehlentscheidung getroffen hat oder was auch immer. So, da das nicht funktioniert, meiner Meinung nach, habe ich diese ModConfi live auf Twitch geballert, dass wir uns jetzt allgemein über das Balancing unterhalten und diese ganze Geschichte sein lassen. Ja, weil das bringt nichts. Ja. Wenn das schon so läuft, wenn da Charaktere genannt werden, ich nehme das Takashi-Beispiel, da steht Takashi Uzumaki und Takashi Aono, wenn der User dahinter noch nicht mal weiß, dass das ein und derselbe Charakter ist, wie will der User dann in der User-Confi dem Staff-Team weismachen, wo es eine balance-technische Fehlentscheidung getroffen hat bei diesem Charakter? Da sehe ich persönlich, sehe da nur wenig Hoffnung und ich habe keine Lust, mir an einem Termin X Zeit zu nehmen extra, um dann Anfängerfehler zu erklären. Ja? Oder mich dann mit grundsätzlichen Balance-Aspekten zu beschäftigen. Deswegen, heute haben wir Mod-Confi, sowas kann man heute machen, aber das ist keine Thematik für die User-Confi, meiner Meinung nach. User-Confi sollte immer Dialog mit den Usern sein. Ja, und wenn ich einen Monolog führe und einfach nur 30 Minuten, Stunde, 2 Stunden erklären muss, das ist nicht Sinn der User-Confi, finde ich. Ich weiß nicht, wie es die Steph-Kollegen jetzt hier sehen. Also, beziehungsweise ja, macht Sinn, was du sagst. Ich habe das jetzt bis jetzt nur überflogen, hauptsächlich aus Zeitgründen. Weil wir auch vorher schon angemerkt haben, wir haben vermutet, dass es in die Hose geht. Was daran liegt, dass einige Leute eben nach dem irgendwas, was mir nicht gefällt. Ich habe aber nicht die Lust, mich näher mit dem Problem auseinanderzusetzen. Ergo brülle ich jetzt einfach los. Und andere sollen sich darum kümmern. Genau, das funktioniert nicht. Also beziehungsweise, es funktioniert nicht, daraus konstruktive Kritik zu basteln. Weil brauchen konstruktive Kritik heißt, das ist das Problem. Das sehe ich anders, so könnte man es eventuell lösen, oder das ist eine gute andere Möglichkeit, wie man nicht gleich das Konzept zerschießt und einfach, der hat was Böses. Ja, und das der hat was Böses ist grundsätzlich, denke ich, ein Problem in unserem Forum, dass die Leute nicht verstehen, dass man sich zum Beispiel auch Schwächen abtrainieren kann. Das sehe ich besonders in dem langen Text, den Kaori da gepostet hat, der auch übrigens sehr schön ist. Lob an dich, da ist sehr viele Details, die du uns da nennst, die dir aufgefallen sind und die dich persönlich so stören, oder du erklärst auch, wie du etwas auffasst und stellst auch gleichzeitig richtig, dass das nicht unbedingt der Norm sein muss, sondern nur deine Auffassung von der Thematik ist. Ich muss kurz warten. Ich weiß, was mit dem los ist, so schlimm war er noch nie. Philly geht auf Wanderschaft, dann kann ich kurz erzählen. So. Hat er da sehr schön beschrieben und da hatte ich eigentlich schon relativ große Hoffnung, dass das ähnlich weitergeht, also dass die Leute zumindest sich so Gedanken machen, was aber nicht der Fall war, jetzt zum Schwächen abtrainieren.
Das ist meiner Meinung nach grundsätzlich etwas, was die Leute nicht wissen, dass das überhaupt funktioniert. Ja, die denken, die bewerben sich eine Besonderheit. Ja, haben sie dann so, und die Besonderheit muss immer so bleiben. Wenn sie was Besseres wollen, müssen sie sich eine neue Besonderheit nachbewerben. Das ist ja völliger Bullshit. Ja, diese Krankheit von Minato, die Minato hat, was Minatos Arsenal ist, praktisch seine stärkste Power, das ist nicht der Kyuubi, das ist diese Krankheit, die aufgrund des Kyuubi-Chakras und des Missbrauchs von dem entstanden ist. Ja, das grundsätzliche Prinzip davon war einfach, dass ich über 2,5, 3 Jahre hinweg einen Jinchuriki gespielt habe, der seine maximale, war auch Soul-Tate Jinchuriki, wie zum Beispiel Niwatori, also der Yonbi Jinchuriki damals. Und das hat dazu geführt, dass ich halt einen viel, viel, viel schwächeren Soul-Tate Jinchuriki hatte als alle anderen. Ja? Ich hatte eine Postbegrenzung für meine Tate-Form, das hatte sonst keiner. Ja, das kam viel später, erst kam das allgemein als Balancing-Einschnitt. So, und dieses Flicken-Prinzip, was Kaori da schön beschrieben hat, ja, da muss man sich auch an die User, die das interessiert, müssen den Text von Kaori lesen, ja. Dieses Flicken-Prinzip kommt einfach daher, dass die Besonderheit durch das InnerPG stetig erweitert wurde. Ja, das sind Prozesse, die nicht innerhalb von Tagen oder Wochen gegangen sind. Das sind Monate oder Jahre an RP, wo diese Besonderheit halt erweitert worden ist. Und der Text einfach dazu kam. So, was ich mir, Kaori, von dir, wenn du das dann später hörst oder auch in der schriftlichen Form danach liest, was ich mir bei dir zu Herzen genommen hatte und auch im Vorfeld schon selbst gemerkt hatte, ist, dass es schwer ist, in so einer Fülle von so einer großen Besonderheit oder bei einer großen Jutsu-Beschreibung zu erkennen, was die Technik genau macht und was schlussendlich die Vorteile und Nachteile von dem Ding sind. Genau deshalb wird Minato im Zuge dieses Amon-Plots, so habe ich es vor, wird eine Veränderung durchlaufen. In welcher Form, das wird man dann in einer Nachbewerbung sehen. Und ich möchte persönlich, möchte ich alle Verwandlungsformen von Minato rausstreichen, bis auf eine, beziehungsweise zwei. Darauf soll er sich dann beschränken, ja, dass das halt nicht mehr diese Fülle ist, weil ein Jinchuriki hat alleine ohne besondere Besonderheiten zusätzlich, hat er schon, ich als Kyuubi habe 10 Verwandlungsformen, ja, plus dann meine Besonderheiten, plus Sage Mode, plus was weiß ich was, also das ist einfach zu viel, da verliert man den Überblick und auch balance-technisch kann man dann niemals bewerten, wenn ich mir irgendwas zusätzlich hole, ob das überhaupt noch im Rahmen ist oder nicht, da stimme ich zu und das wird angepasst werden, das ist auch im Zuge des Balancings, wo Mario und ich schon damit angefangen haben, ist das aufgefallen, ist das kritisiert worden, genauso hat mein Charakter immer noch Dinge drin, die er in RPG gar nicht mehr hat, das wissen auch die User, ja, zum Beispiel diese Schlachtenrüstung, die er hat, oder meiner Charakterbewegung steht sogar noch das Rinnegan drin, was ich in diesem Schleimbeutel habe, das habe ich auch nicht mehr. Das Rinnegan ist in Zukos Augen drin. Also das sind Zukos Augen jetzt. Und das wird definitiv angepasst werden, ja. Ein weiterer Kritikpunkt, wo ich schon mal Wind aus den Segeln nehmen kann, ist User, das ist jetzt, ich hoffe, man versteht es nicht als Angriff, aber das einzige Balance-Gravierende, was ihr erkannt habt, ist das, was ich selbst immer wieder in der Konfi gesagt habe. Ja, das, was an Gratos nicht im Balance ist, das weiß ich selbst, das habe ich benannt und das weiß auch das Dev-Team und das wird geändert, wenn Gratos im Balancing dran ist. Und zwar, das ist die Fähigkeit des Kaiser-Jutsus in Kombination mit dem Naitomea. Ja, das Kaiser-Jutsu, für diejenigen, die es gar nicht wissen und gar keinen Peil haben, sorgt dafür, dass ein Vergleich von der geistigen Ebene durchgeführt wird und der mit dem geringeren Ausdauerprozentwert, der fällt um, also der ist dann praktisch, fällt ins Koma und ist für 2 Posts bewusstlos. So, grundsätzlich ist das Jutsu absolut okay. Ich kann es aber in Kombination mit dem Naitomea einwenden und bekomme dann eine Vervierfachung oder von dem Wert. Und dadurch, durch Kratos Ausdauerwert, wenn ich den nochmal, nicht seinen Standard-Ausdauerwert, wenn ich in der Verwandlungsform gehe und habe einen geboosteten Ausdauerwert und habe dann das Naitomea noch dazu, das ist eine Kombination aus 3 Dingen, dann komme ich auf einen Ausdauer-Plus-Wert, den nur der Hachibi-Jinchuriki und nur der Kyuubi-Jinchuriki abwenden könnten. Das bedeutet, in einem 1 gegen 1 oder auch in einem Gruppenkampf auf nahe Distanz kann Kratos momentan niemand besiegen. Kratos hat noch auch die weitere Besonderheit, dass er ein Edo-Tensei-Körper ist, ja, und
Und das heißt, auch Fernkampf-Jutsu sind bei dem nutzlos. Wenn er den abballert, dann regeneriert er sich und ist wieder da. Das heißt, wenn er gegen den in Nahkampf geht und solange er nicht Chakra out ist, kannst du gegen den eigentlich nichts machen. Das ist ein Balance-Aspekt, der ist vom Staff-Team aus, ist der bekannt. Den sage ich immer wieder in der Konfi, dass er Imba ist und keiner gegen den eine Chance hat. Ja? Und genau der Aspekt wurde genannt. So. Was ist aber mit dem Rest? Ist wirklich dieser Minato-Charakter das Einzige, was euch balance-technisch stört? Ich hätte gedacht eigentlich, oder ich hätte gehofft, dass als ich meine beiden Charaktere einfach unabhängig voneinander in der Kampfsituation neutral gespielt habe und Minato von meinem Seiji in einem einzigen Post besiegt worden ist, und ich habe das nicht mit Absicht so gepostet, ja, ich habe geguckt, was könnte ich da machen, wie steht Minato, wie steht Seiji, hätte ich gedacht, dass man eigentlich erkennt, dass dieser Charakter nicht der stärkste Charakter im Forum ist und auch nicht der Charakter ist, der balance-technisch am kritischsten zu betrachten ist. Hätte ich eigentlich gedacht, dass das so ist. Aber ich denke einfach, bei Minato ist der Fall, dass diese Besonderheit, diese Krankheit, Kyubien, Shurike und so weiter, dass das alles einfach zu getrennt betrachtet wird. Für viele sieht das so aus, als wenn mein Charakter komplett überladen wäre mit Besonderheiten, was ja gar nicht der Fall ist. Mein Charakter hat den Kyubi und alle anderen Dinge, die mein Charakter hat, beschränken sich auf diesen Kyubi. Das hat alles mit dem zu tun. Ich habe keine extra Fähigkeit, die nicht mit dem Kyubi zu tun hat. Selbst mein besonderes Schwert hat mit dem Kyubi zu tun. Und das eine besondere Schwert, was nichts mit dem zu tun hat, da habe ich einem anderen User geschenkt. Ja? Das sind, Sage-Mode, ja, dass Sage-Mode nichts mit dem Kyubi-Mode zu tun hat, finde ich ein bisschen fraglich. Dass die inzwischen zusammengehören, siehst du im Manga, dass das einfach eine Doppelaktivierung von beidem ist. Und den Sage-Mode als extra Besonderheit zu sehen oder als etwas anderes zu sehen, finde ich irgendwie ein bisschen strange. Das ist ja schon mehr oder weniger Mainstream-Besonderheit, weil es allgemein Guide ausgeschrieben kann mehr oder minder jeder erlernen, der halt irgendwie in die Kuchiose kommt. Richtig. Das ist keine Besonderheit von Minato. Ja, außerdem von den Prozentwerten her ist der Sage-Mode so lächerlich. Ja, also wer den Sage-Mode als Imba ansieht oder als Ding der Unmöglichkeit, gegen das man in der Beginn nicht bestehen kann, der hat hier in unserer Form nichts zu suchen. Tut mir leid, dass ich das so sage, das ist einfach lachhaft. Der hat sich mit dem System nicht auseinandergesetzt und der weiß nicht, wie man hier spielen muss. Ja. Relativ schnell sterben, wenn es im Kampf kommt. Richtig, das zusätzlich dazu, ja. Fand ich sehr interessant, wie gesagt. Wenn es die User interessiert, kann ich das bei Minato, weil der ja offensichtlich das Hauptproblem ist. Ja, bei Kratos gibt es ansonsten kein Problem. Dass Kratos ein Edo-Tensei-Körper zum Beispiel ist, Gott bewahre, dafür kannte ich nichts. Ja? Mein Charakter ist gestorben und ein anderer User hat sich meinen toten Körper genommen und hat mich zum Edo Tensei gemacht. So, dafür konnte ich absolut nichts. Ja? Und das kann man mir auch nicht als Balance-Kriterium aneignen, dass das jetzt kritisiert wurde oder so. Das Einzige, was ich eine Ausnahme damals gestellt habe, ist, dass ich meinen Chara als Edo-Tensei-Körper spielen sollte. Und das funktioniert. Die Edo-Tensei können ihre Persönlichkeit behalten, wenn sie nicht dieses komische Siegel da haben. Das heißt, da besteht kein balance-technisches Problem. Ja? Und deswegen finde ich, außer den genannten Aspekt mit dem Naito-Mea in Kombination mit dem Kaiser-Jutsu, was wirklich momentan zu stark ist und was das Dev-Team auch weiß. Ich hatte da mit in der Mod-Config schon mal mit den anderen drüber gesprochen und es wird wahrscheinlich eine Halbierung von dem Wert geben, ja, also dass das nicht mehr eine Vervierfachung ist, sondern nur noch eine Verdopplung und dadurch könnten die meisten Besonderheiten, die Stufe 3 Besonderheiten, die sich Stufe 3 Charas leisten können, die meisten Besonderheiten, die es hier im Forum gibt, die könnten dann dieses Kaiser-Jutsu locker wegstecken. Wenn sie die Stärke, Willenskraft haben, umso mehr noch wegstecken. Ja, weil dann kriegen sie ja nochmal 50% plus. So. Und dann ist das Thema Kratos ist dadurch eigentlich gelöst. Was bei Minato ist, wie gesagt, wenn es die Leute interessiert, dann bin ich bereit dazu, was
rein was Minato betrifft, ein extra Video zu machen, eine extra Aufnahme zu machen und bei Minato die Dinge erklären, wie ich Minato erstellt habe, welche Dinge ich nach und nach beworben habe und auch, dass die Leute auch verstehen, dass ich mit Minato nichts geschenkt bekommen habe, dass ich mir alles erarbeitet habe in RPG und dass auch, sage ich mal, das, was vom Staff-Seite auskam, dass das kein freies Angenommen war. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel bringen. Ich hatte zum Beispiel mal die Überlegung gehabt, ob ich mir ein Sharingan nicht zusätzlich hole und das mit meinem Bijou-Mode praktisch kombinieren kann. Die Möglichkeit hätte es gegeben über Kazuya. Das wurde mir damals zum Beispiel abgelehnt. Ja? Und der ausschlaggebende Punkt damals war lustigerweise der Sage-Mode. Hätte ich den Sage-Mode nicht gehabt, da ist der Sage-Mode als so imbar eingestuft worden, hätte ich jetzt noch ein Sharingan. Ja. Ja, zum Beispiel. Das sind jetzt aber nur Beispiele, auf die ich eingehen möchte. Des Weiteren will ich, dass wir versuchen, das euch ein bisschen näher zu bringen, euch Userschaft. Ja, das, was ihr da, ich halte mich jetzt mal an Kaoris Text, weil der es ja sehr aus User-Sicht halt erklärt hat. Er hat die Vorteile, die hier aufgelistet sind und die Nachteile, wie er das beschrieben hat, das ist einfach so eine Geschichte, da werden Dinge nicht berücksichtigt. Ich nehme Takashi als Beispiel in der Aufzählung. Kaori zum Beispiel, du sagst, Takashi hat ja standardmäßig alle drei Werte auf 10. Das ist nicht richtig. Du hast die Besonderheit nicht richtig gelesen. Und vielleicht liegt das auch an der Masse von Text mal wieder, die da in der Besonderheit ist. Wobei ich die nicht allzu viele achte. Takashi hat theoretisch diese drei Werte auf 10. Er kann aber praktisch nur dämonische Ninjutsu anwenden. Das heißt, er kann nur, wenn er seine zweite Persönlichkeit benutzt, dämonische Ninjutsus mit dem Ninwert 10 verwenden. Das gilt nicht für normale Ninjutsus, das gilt nicht für Genjutsu, das gilt nicht für Daijutsu. Diese Techniken kann er gar nicht lernen. Er kann kein Element lernen und er kann diese normalen Shinobi-Techniken kann er gar nicht lernen. Das sind so Dinge, die werden dann nicht berücksichtigt beim Balancing. Und das ist bei Minato genau dasselbe. Wenn du dir Minato anguckst, Minato ist ein Charakter, der hat viele, viele, viele Vorteile, aber der wurde lange, lange Zeit, wie gesagt, abtrainieren von Schwächen und abtrainieren von Nachteilen, das funktioniert, der wurde lange Zeit viel, viel, viel schwächer gespielt, als er eigentlich war. Oder als er eigentlich hätte sein müssen. Ja, und man darf beim Balancing, muss man die Zeit, die Charaktere gespielt werden, die muss man einfach berücksichtigen. Und in 6 Jahren aktivem RP hat man eben die Zeit und die Möglichkeit, besonders auch als Jinchuriki, wo natürlich auch sehr, sehr viel vom Manga gegeben wird, den Charakter entsprechend auszustatten mit Fähigkeiten, beziehungsweise die Fähigkeiten, die er hat, zu optimieren. Und das ist etwas, da müsst ihr User, müsst ihr einfach, ihr müsst euren eigenen Weg so ein bisschen da finden. Ihr müsst sagen, hey, ich habe die und die Idee und wie setze ich die Idee am optimalsten um? Ja? Wenn ihr euch mein Seiji oder mein Minato am Anfang anguckt, wie ich die erstellt habe, was das für Grutz-Charaktere waren, ja? Die Leute, die Anfang dabei waren, die werden es wissen. Wenn ihr euch einen Spaß machen wollt, gebt einfach mal in die Suche ein und lest meine ersten Posts mit Seiji. Das ist lächerlich, ja? Das ist witzig und lächerlich, ja? Und was aus diesen Charakteren geworden ist, und so muss die Staffelung sein, ja? Wie ich das Gefühl habe, was User versuchen. User versuchen sich Konzepte, wie es ein Seiji oder ein Fudo ist, also Hikari-Clan und Jun der Dunkelheit nehme ich da als Beispiel, weil das auch so eine Dimension hat und alles ist ja schön und ja, alles ist imbar. Die versuchen sich das sofort, instant, nach einer Bewerbung zu erschleichen. Und am besten, die besten User von euch, unter euch sind die, die dann die Ansprechpartner anschreiben und sagen, ja, das und das will ich haben, mach mal. Das Dev-Team fühlt sich durch solche Aussagen einfach nur verarscht. Ja? Wir spielen hier genauso, wir spielen nach demselben Regelwerk wie ihr und wir haben nicht die besseren Konzepte, weil wir im Staff-Team sitzen, weil wir uns das alles gegenseitig annehmen. Nein, wir haben die besseren Konzepte, weil wir uns mit dem Regelwerk und mit dem, was hinten dran steht, auseinandersetzen und zwar täglich. Ja? Ich weiß zum Beispiel genau, was kann ich mir bewerben, was kann ich mir nicht bewerben. Deswegen kommt es auch oft so, dass meine Bewerbung, wenn ich was nachbewerbe zum Beispiel, relativ schnell angenommen wird, weil A,
kenne ich mich gut aus und reduziere meistens balance-kritische Sachen auf das Minimum. Und zweitens spreche ich meistens, wenn ich irgendwas stelle, das mit ein oder zwei Leuten noch gleichzeitig parallel ab. Ja, wenn die irgendwas damit zu tun haben, ne? Und dann kommt vielleicht nochmal ein Patrick oder ein Max oder irgendwas und findet noch eine Kleinigkeit oder ein Olli und dann muss das halt editiert werden und dann ist gut. Ja. Und wenn mir das nicht passt, wenn ich es meiner Meinung nach besser weiß, ja, wegen ihrer Kritik, dann komme ich genauso in die ModConf, wie jeder andere User in die ModConf kommt. Ja. Und genau das müsst ihr verstehen. Ihr müsst merken, ihr müsst gucken, dass ihr eure Kreativität und eure guten Ideen auch entsprechend unseres Regelwerks begründen und umsetzen könnt. Das ist der Grund, warum auch die meisten Ausnahmen von Konzepten, die sich interessant anhören, am Ende scheitern. Weil sie gute Ideen in Anführungszeichen sind, aber am Ende dann einfach nichts dabei rumkommt. Das Lustigste sind einfach, wenn man dann so Dinge hat wie, ja, ich will das geile Aussehen oder ich will die geile Feuerballtechnik, aber die Begründung ist einfach nicht vorhanden. Und das verstehe ich immer nicht. Und meine Initiative, weil ich habe das Thema mit dem User Balancing vorgeschlagen, war ganz einfach, dass ich als Admin sehen kann, wie viel Plan habt ihr vom Balancing? Und jetzt nach den ersten Kommentaren darunter weiß ich, dass das nicht so weitreichend ist. Ja. Und das bitte auch das wieder versteht es nicht als Angriff. Ich mache mir da Gedanken drum und ich muss dann auch natürlich auch an mich selbst und auch an die anderen Staff-Mitglieder gehen, wie wir das euch vielleicht anders oder noch besser verständlich machen können, wie das genau hier bei uns funktioniert. Es ist ganz wichtig, ich denke ich nochmal, wenn ihr irgendwas Konzeptmäßiges macht, dass ihr euch da wirklich die Hilfen holt und die Hilfen auch annehmt. Genau das, was jetzt kommt mit Amon, ja. Mit dieser, ich nenne es mal, mit diesem bösen Feind, dem jetzt da alle so ein bisschen im Fokus da haben sollten, in Anführungszeichen. Was ich da schon wieder mitbekommen habe, von wegen, ja, wir ziehen uns da zurück oder kein Bock auf Massen-RP oder sowas, ja. Wenn ich das schon lese und zusätzlich dazu noch immer wieder diese Leute sehe, die nur einmal die Woche posten, dann verstehe ich nicht, warum diese Leute sich aufregen oder warum die etwas als balanced kritisch betrachten. Da, liebe User, müsst ihr euch einfach bitte an den eigenen Kopf mal fassen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt viel gelabert, ich werde jetzt mal die anderen ein bisschen was dazu sagen lassen, aber meiner Meinung nach ging das User-Balancing A in die Hose und ich würde auch keine User-Config mehr machen, weil das bringt nichts. Von den, sag ich jetzt mal, bis nächsten Samstags haben wir vielleicht 15 Meinungen. Von den 15 Meinungen sind 8 davon Schwachsinn. Und dann nehmen wir die restlichen 7, die dann noch da sind, verteilt auf 3 Termine, haben 3 Zeit. Ja, und das noch mit Abstimmung und so weiter, da bin ich schneller, wenn ich die praktisch den kritischsten Charakter Minato einfach mal für alle ein bisschen in einem Video erkläre. Aber wie gesagt, für mich Fazit, keine User-Konfi und das Problem sind nicht die einzelnen Charaktere, das Problem ist das Verständnis des allgemeinen Balancings. Jetzt seid ihr. Ja, also Problemverständnis, Balancing, ja. Lösung, Charakter und NBWs lesen. Und nicht selektiv lesen, so von wegen, der hat 5 schöne Sachen und dann anfangen Kritiken zu schreiben, sondern eben alles durchlesen. Und die Erfahrung, die ich bis jetzt öfters gemacht habe, ist, User sind lesefaul. Und das ist eine ganz schlechte Eigenschaft, wenn man hier mit den Unmengen an Regelwerken und Charakterkonzepten irgendwie handhaben will. Das funktioniert nur, wenn man sich hinsetzt und die Sachen durchliest. Und es wird auch nicht besser werden, wenn man das nicht macht. Egal, wie lange man im Forum spielt. Man ja. Wird nur ständig auf die Nase fallen. Stimme ich zu. Es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die einen nicht interessieren, aber wenn es Dinge gibt, die einen nicht interessieren, dann hat man sie auch nicht zu kritisieren. So sehe ich es zum Beispiel. Mich persönlich hat niemals Kratos interessiert. Hätte Christoph mir das nie gesagt, dass Kratos alles zerfickt, hätte ich es nie gemerkt. Aber ich hätte ihn auch niemals kritisiert. Und ich würde ihn auch jetzt nicht öffentlich kritisieren, weil ich davon nun mal keinen Plan hatte.
Also ich habe jetzt, nur das von Chris gehört, weil ich auch auf dem Sofa mit dem Kleinen. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, was mir besonders aufgefallen ist bei dieser Abstimmung. Da hat, ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hatte, aber irgendjemand hatte reingeschrieben, dass er balance-technisch bei gar keinem Charakter irgendwie Probleme sieht. Aber er hat dann trotzdem Charaktere gevotet. Das verstehe ich dann nicht. Das war Kamui, der das gemacht hat. Ja, so. Was dann auch noch so eine Sache ist, ist zum Beispiel Charaktere zu voten, wo eigentlich von jedem, der Kampf-RP-Erfahrung hat, klar ist, Naja, Kampf-RP-Erfahrung kann man ja wieder nicht voraussetzen, Chris, weil die meisten Leute, die sich nicht mit dem System auseinandersetzen, haben im Allgemeinen maximal eine Kampferfahrung und die ist der Charakter tot. Ja, aber zum Beispiel, ich will Senyugahara als Beispiel haben. Definitiv. Senyugahara ist ein Kage. Senyugahara ist ein Kage ohne Kage-Stats. Der in RPG ernannt wurde in einem Post von einem volltrunkenen Ex-Kage, der ebenfalls in einem Post gestorben ist. So, das ist die Situation in Konoha. Senyugahara ist eine Medic-Nin und Inhaberin nicht, sie ist gar kein Clan-Lead, aber sie ist im Kamisuro-Clan drin. Wer von seiner Fähigkeit des Forum-Balancings nicht verstehen kann, dass Medic plus Kamisuro gleich nicht imbar ist, der macht auch was falsch hier in unserem Forum. Ja? Wir haben jetzt nicht gesagt, was es für Charaktere sein müssen, aber muss man ja nun auch nochmal dazu sagen. Also von daher, ich hätte es jetzt nun unabhängig von den Charakteren betrachtet. Vielleicht hat der User tatsächlich irgendeinen Grund, das zu kritisieren, auch wenn er für uns nicht sichtbar ist. Aber dafür machen wir es ja gerade, weil uns auch nicht immer alles auffallen kann. Genau, genau. Aber das für mich, ich will das von Steffs Seite aus jetzt angehen. Für mich, das Einzige, was Senyugahara hat, weil ihre Persönlichkeitsbesonderheit gibt keine Vorteile. Das Einzige, was Senyugahara hat, ist das Tsunade-Siegel, was ein Manga-Jutsu ist, was theoretisch sich jeder holen könnte. Und das Shunko, das ist das Jutsu, was gleichwertig mit der Reiter Nyoroi ist. So. Ein einziges Epson-Jutsu, sie hat gar kein Epson-Jutsu. Ich bin noch dran mit reden, das ist ja scheißegal, was sie sonst hat. Diese S-Rang-Technik, die gleich mit Reiter Nyoroi ist, jetzt müsste man natürlich auch sehen, da die Reiter Nyoroi angepasst wurde, müsste auch diese Technik angepasst worden. Der Hintergrund dieser Technik ist ganz einfach, dass sie mit jemandem zusammen entwickelt worden ist, der die Reiter Nyoroi besitzt. Also warum zum Teufel besteht da Kritik an einem Jutsu, was durch den Manga-Beleg einfach 1:1 so vorhanden ist? Diese Technik funktioniert anders und von ihrem Funktionsprinzip her ist diese Technik so möglich. Und deswegen, da verstehe ich die User nicht. Ich denke, die User sehen dann einfach, die Reiter Nyoroi, besonderes Jutsu. Besonderes Jutsu braucht Ausnahme, besonderes Jutsu schwer. In-RPG-Weg, scheiße, Imba, fertig. So sehen das die Leute meiner Meinung nach. Wenn es so wie die Reiter, und das war ja vor meiner Stoffe, deswegen spreche ich jetzt einmal nochmal, wenn es so wie die Reiter Nyoroi ist, dann muss sie ja auch dieselbe Richtlinien haben, egal wie du es dir aneignest. Dann müsste es auch unter den Punkt eigentlich fallen, kein Keke Genkai und besonderes Jutsu. Leandre, sein Uchiha, wird zum Beispiel die Reiter Nyoroi abgelehnt, obwohl es in RPG totaler Schwachsinn ist, dass er dieses Jutsu nicht lernt. Dieser Punkt ist sicherlich richtig. Jetzt gehen wir nur davon aus, was musst du tun, um dir ein besonderes Jutsu anzueignen und was musst du dir tun, um ein gleichwertiges Jutsu in RPG zu entwickeln. Der In-RPG-Weg ist immer der schwerere. Das andere, diese Richtlinien sind dafür da, ja, um das Ganze im Forum zu beschränken, dass nicht jeder zweite Reiter-Jutsu mit der Reiter-Nyoroi rumrennt. Dafür sind die Richtlinien da. Oder sieht das wer anders? Oder erkläre ich was falsch? Wie gesagt, ich sehe es so, wie ich es nun beschrieben habe. Ich verstehe, ich habe mit der, mir persönlich, muss ich mal wieder dazu sagen, mir ist es eigentlich vollkommen Latte, weil mich stört es nicht. Weil ich finde nun persönlich auch den Kamisuru-Kampf nicht nun auch nicht so übertrieben heftig. Der ist schwach, eigentlich. Bevor Martina und Philly mit mir zusammen da nicht in Rebalancing gemacht haben, war der Clan eigentlich gar nicht erwähnenswert. Jetzt hat er ein bisschen Hintergrundgeschichte, hat ein bisschen was und man kann auch theoretisch was draus machen, aber es geht grundsätzlich, geht es nur
um so eine Technik. Und diese Technik, dieses Shunko, wurde ja auch, ich glaube, 4 oder 5 Mal von Peter in irgendeiner NBW genannt. Ja. Ja. Diese Shunko ist im Grunde die einzige Lebensversicherung von Hanokahara, weil sonst wird es in jedem Gen geplättet. Mal ganz blöd gesagt. Ja, das geht ja auch nicht darum, für was das jetzt in der Regel gedacht ist. Es geht rein aus Balance-Sicht, geht es darum, wenn die User sehen, okay, hier wird eine Technik beworben, wo es in einer anderen Stelle Richtlinien dafür gibt, ja, ähnliche Technik, ja. Ich hätte ja auch jetzt sagen können, ich mache mir eine Karton-Feuer-Aura, ja, ist doch scheißegal, solange die Begründung dafür stimmt, geht das bei uns immer im Forum. Ja. Und das ist so ein Ding, da müsst ihr als User, wenn ihr das seht, es reicht, eine ganz einfache Frage zu stellen, warum ist das so? So wie Kevin das hier jetzt gemacht hat, weil es nicht Kevins praktisch Bereich war oder weil Kevin da noch nicht im Staff war, ja? Und dann würdet ihr verstehen, dass Richtlinien bei uns im Forum, bei Original Jutsu, eben dafür da sind, um das in der BG einzuschränken, dass nicht jeder Zweite damit rumrennt. Gleiches Thema war heute Mittag in der Konfi, Jinchuriki-Versiegelungstechniken. Ja? Es wurde gefragt, ob man sich solche Techniken selbst entwickeln kann. Habe ich gemacht. Ja, du kannst sie dir selbst entwickeln. Wenn du einen Jinchuriki dabei hast, der dich in die Seele reinlässt und dass du dann mit der Seelenstruktur, wie das Endsiegeln funktioniert und was du dafür machen musst. Und die anderen Fähigkeiten, die das haben, sind Rinnegan, das Uzumaki, weil das Totengott vorhin ist eigentlich ein Uzumaki-Jutsu, das haben die Sarutama, ne, Sarutobi-Elben, oder ich weiß nicht, wie die heißen. Diese unnötigen Filleraffen. Für mich sind das Filleraffen. Ich weiß, dass der dritte Hokage so einer war, aber das ist kein Clan, das sind Affen. Die haben das auch, ja. Und das wurde in der BG jetzt eingeschränkt, dass es in Play, dass man nicht so viel gegen die Jinchuriki machen kann, was die Charas gemacht haben, die Jinchuriki spielen, also mein Minato, Zuko und so weiter, ja. Aber grundsätzlich haben wir das, haben wir mal gesagt zum Beispiel, dass das Shiruta-Jutsu das einzige Manga-losgelöste Jutsu sein sollte, was Bijus entsiegeln und versiegeln kann, weil wir einfach nicht wollten, dass jeder zweite Charakter ins Forum und allein, dass daran so viele Interesse haben, zeigt, dass die Leute keine Ahnung haben, wie sie gegen einen Jinchuriki kämpfen müssen und dann sagen, ja, dann extrahieren wir. Ja, und dann würde jeder zweite Fuin-Jutsuka, das unterschreibe ich mit meinem Blut, würde mit einem Biju-Extraktions-Jutsu rumrennen. Wenn es die Richtlinie nicht geben würde. Ist so, sage ich was falsch. Ich meine, im Staff-Team, ihr kennt das Balancing, ihr wisst genau, wie es läuft. Hast meine Unterschrift. Ja. Da würde jeder zweite würde mit so einem scheiß Ding reden. Und das würde dazu führen, dass ein Jinchuriki, also ein Manga-Jinchuriki, weil diese Jutsus funktionieren ja nicht bei selbst erfundenen Dämonen, es würde ein Manga-Anime-Jinchuriki würde in unserem Forum unspielbar werden. Ja, wenn der Biju dann frei ist und nicht in einem Gefäß versiegelt, dann frisst der Biju natürlich dann den anderen, das ist ja klar, aber... Der Sarutobi-Clan ist für mich ein Filler-Clan, da er keine nennenswerten Besonderheiten bietet. Ja, der Opa da, der hat nur gesagt, dass der schnell Jutsus lernt. Wie heftig. Ja. Mittlerweile im Manga sind sie so weit, dass sie mit im Anime oder Movie sind sie so weit, dass sie mit riesigen Orbital-Laserkanonen auf den Mode schießen können. Also da ist der Kollege, der schnell Jutsus lernt, ist absolut uninteressant. So viel dazu. Also Sarutobi sucks. Hashtag. So. Das auf jeden Fall dazu zu der ganzen Geschichte. Ich finde, dass die Userschaft in Zukunft, wenn ihr etwas nicht versteht oder ihr etwas kritisch betrachtet oder etwas unfair erachtet, lasst das nicht so lange anstauen. Sprecht es an und sprecht es vor allen Dingen in einem normalen Ton an. Kaori, du wirst das hören. Normaler Ton heißt nicht nur versuchen, denjenigen nicht anzugreifen. Das heißt auch, du regst dich darüber auf, dass meine Beschreibungstexte so lang sind. Und ich rege mich darüber auf, dass deine Kritik zu lang ist. Wenn ich von dir ein 4000 Wörter Kritik Post geschickt bekomme,
wegen der Technik, die ich mir beworben habe, werde ich mir das nicht durchlesen. Das ist mir die Zeit nicht wert. Aus diesem langen Text, bla 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 bla, rauszufiltern, was du eigentlich von mir willst. Ja? Wenn du mir schreibst, hey, hast ein Jutsu beworben, Chakra-Verbrauch ist zu niedrig für das, was du willst, dann lese ich mir das durch, dann erkläre ich dir, warum hat das Dev-Team so entschieden oder warum habe ich das so beworben, aus welchem Grund ist das meiner Meinung nach okay, dann kannst du das entweder sagen, ja, stimmt, hast recht gehabt, habe ich so nicht gesehen, oder kannst sagen, hey, Moment, da ist noch eine Lücke, das ist falsch, dann kauen wir das Jutsu in der Mod-Config durch oder die Besonderheit und dann wird es gebalanced nochmal. Fertig, und so einfach ist das. Und diese Möglichkeit hat ja jeder User im Forum. Ja? Was ich aber nicht mehr sehen möchte, ist, dass ihr euch in Konfis aufregt über irgendwelche Charaktere, ja, das sind dann meistens, tut mir leid, dass ich jetzt wieder sage, das sind die Leute, die nicht aus dem Knick kommen und in ihrem ganzen RP, wo sie hier in diesem Forum sind, nichts anderes machen, außer an irgendeinem Rahmenstand abschimmeln, ja, oder die anderen Kandidaten, Peter, ich weiß, dass du zusehst, hallo, die machen genau das Gegenteil, die lernen Jutsu für Jutsu für Jutsu für Jutsu für Jutsu für Jutsu für Jutsu, ein Online-MMOs nennt man das ein Bot, ja, so ein Farm-Bot, ja, die lernen einfach Jutsus, ja, mein Seiji müsste mittlerweile eigentlich denken, wer lebt der Chara überhaupt noch, ich meine, spüren kann ich ihn mehr, aber der macht ja nichts, ja. Und das sind die anderen Kaliber, die kommen dann ins RP, haben tausende von Sachen beworben, aber wissen gar nicht, ob ihre tausende von Sachen überhaupt irgendeinen Sinn ergeben oder irgendwie funktionieren im Kampf, ja. Was auf dem Papier gut aussieht, das muss in der BG, muss dir das noch gar nichts bringen, ja. Und genauso ist es bei euch. Ihr kritisiert was, obwohl ihr in der BG überhaupt keine Kampferfahrung habt. Wie wollt ihr bitte wissen, dass... Mein Minato ist von euch der meistkritisierteste Charakter. Wie wollt ihr wissen, dass dieser Charakter so stark ist? Wie wollt ihr das wissen? Habt ihr gegen ihn wirklich schon mal versucht zu kämpfen? Ja, dass ihr das nicht mit einem Genen machen sollt. Das ist klar. In der Kiri-Situation am Tor, die Max auch kritisiert hatte, schon mal, ja, weil er da mit einem Genen war. Dass ich einen Genen, ja, mit einem Fingerschnippen atomisieren kann, das sollte jedem klar sein, ja. Dass ich, wenn Leute dumm und unlogisch posten und so posten, ja, ich bin der Meister, oder wie der spezielle Anbu-Captain, den wir mal in Konoha hatten, der versucht hat, einen Jinchuriki mit einem Genjutsu zu vernichten, ja. Wenn so Leute das natürlich versuchen und dann auf die Nase fallen, dann tut's mir leid. Aber ich gebe euch Buch und Siegel dafür, ein Kampf-RPler mit ähnlicher Kampf-RP-Erfahrung, mit einem Stufe 3-Charakter, der auch aktiv gespielt worden ist, wird von einem Minato Uzumaki nicht einfach so in einem Post vernichtet werden können. Ich gebe Charakterbeispiele. Ich nehme einen Charakter, der jetzt auch lange Zeit nicht aktiv gespielt worden ist. Das ist zum Beispiel ein Fudo Hikari. Ja, so ein Charakter wird von einem Minato nicht in einem Post besiegt werden können. Ob er überhaupt besiegt werden könnte, das ist innerpige Sache. Ja. Und warum ist das bei einem Fudo Hikari so und nicht zum Beispiel, warte, wer ist online, einer von euch erwischt jetzt, tut mir leid an den User, den ich... Peter sind online. Nee, ich nehme einen User, der jetzt unten in der Liste dran steht. So. Nehme ich mir einen Jin Hikari zum Beispiel. Ist auch ein Hikari, perfektes Beispiel. Warum? Warum ich einen Jin Hikari in einem Post wegklatschen kann, aber einen Fudo Hikari nicht. Das liegt nicht daran, dass wir Kevin mit Fudo Hikari alles angenommen und geschenkt haben. Bei Gott, das haben wir nicht. Der Hikari-Clan ist der Clan, der am öftesten im Balancing war, ja? Und Fudo im Besonderen war auch doch 10-mal mehr im Balancing, ja? So, um euch das zu veranschaulichen, warum ich einen Jin Hikari wegbratzen könnte, ja, die Aussage treffe ich jetzt aufgrund der Stärke meines Charakters, wie ich sie einschätze, und aufgrund meiner Kampf-RP-Spielweise, wie ich sie einschätze. Ja, diese Einschätzung kann natürlich falsch sein, ja, aber ich gehe davon aus, dass ich ohne Probleme einen Jin Hikari wegpusten könnte, einen Fudo Hikari aber nicht. Das liegt daran, Fudo Hikari ist der ältere Charakter. Er ist mehr bespielt worden, er ist aktiv bespielt worden, und ein Fudo hat nicht nur den Hikari-Standard, sondern auch alles, was er sich über die Jahre angeeignet hat, die Schwächen, die er sich abtrainiert hat, die besonderen Gegenstände, die er hat, alles drumherum. Deswegen ist ein Fudo Hikari stärker. Und genauso ist das, wenn man sich einen neuen Charakter erstellt, selbst wenn der eigene Besonderheiten hat. Diese Besonderheiten sind aber immer in einer gebalanceden Grundform. Die sind nicht entwickelt. Nimmt, wie bei Digimon als Beispiel, ja, die sind nicht entwickelt, ja, oder bei Pokémon, ja, da kann man nicht gegen anstinken so einfach, ja, da muss man schon echt
kampf-RP-technisch und auch die Schwächen und Stärken von seinem Gegenüber gut einschätzen können, um dagegen eine Chance zu haben. Ja? Bitte betrachtet eure, versucht eure, euer Auge, euer drittes Auge des Balancings, versucht das anders zu orientieren. Ja? Versucht das anders da zu nutzen und zu erkennen, was ist das für ein Charakter? Wie lange wurde er gespielt? Ja? Sind diese Besonderheiten, die er hat, die sind garantiert nicht einfach so angenommen worden, die sind in RPG entstanden, entwickelt, Schwächen abtrainiert, dafür hat er neue Schwächen vielleicht dazu bekommen oder auch nicht, weil das Abtrainieren von Stärken und Schwächen war bei unserem Forum schon immer so, dass man sich dadurch natürlich nicht neue Nachteile einbauen musste. Ja? Wenn man sich denkt, warum hatten wir zum Beispiel so wenig Schwächen, aber so viele Stärken. Das ist unklar, man möchte sich im BW nachgucken, kann man auch einfach den User mal fragen. Da kann einem das dann sehr gut erklären, denke ich. Ich gebe euch jetzt ein RL-Beispiel. So. Ihr könnt Radfahren. Ja? Ihr könnt Radfahren. Ihr lernt jetzt Auto zu fahren. Da vergesst ihr doch auch nicht, wie ihr Rad fährt, oder? Ja, das ist das. Oder ihr vergesst dann, wie er läuft oder esst oder trinkt. Ja, das ist das, was ich nicht verstehe, warum das kritisiert wird. Ihr versucht euch was zu bewerben, ja, oder ihr seht, was ganz, ganz in war in den letzten Monaten und vielleicht das letzte Jahr auch, war sich Dämonenkram zu bewerben. Dass das Dev-Team irgendwann dazu gezwungen war, die guten Lücken, die es in unserem RP noch gab, zu schließen. Ja? So, wenn ihr euch Dämonenkram aber beworben habt, habt ihr das nicht begründet und ihr habt gedacht, ja, wenn ich mir den Dämonenkram hole, ist das genauso stark wie der Dämonenkram, der vorhanden ist. Dass der Dämonenkram, der vorhanden ist, über Jahre hinweg im RP entwickelt worden ist und auch nie so angefangen hat, wie er da ist, das sehen die Leute nicht. Ich nehme den Hikari-Clan auch wieder als Beispiel. Jeder, ich weiß nicht, als der Hikari-Clan gebalanced worden ist, da waren so Leute wie Irina waren da noch im Forum, wollte jeder in den Hikari-Clan rein. Kevin, es war so, definitiv. Ja. So, es wollte jeder in den Hikari-Clan rein und von diesen jeder ist fast keiner mehr da. Ja? Genauso ist, ich habe die Drachenkutschiose beworben. Jeder wollte eine verdammte Drachenkutschiose haben. Ich habe die Yautja gebalanced. Jeder wollte in den Yautja-Clan rein. Ja? Die Leute denken einfach, sie können sich in so einen Clan reingehen, können sich da in ihren bequemen Sessel setzen und müssen nichts mehr machen mit dem Chara. Der ist ja dann schon Imba. Weil es ist ja Hikari oder es ist ja Drache oder es ist ja Dämon. Die sind ja Imba. Und das ist definitiv nicht der Fall. Und wenn man sich nicht mit dem Regelwerk auseinandersetzt und wenn man sich nicht mit dem Balancing auseinandersetzt, dann wird man den Anschluss im RP niemals finden. Und das, was ich jetzt sage, geht an Leute wie Tina zum Beispiel. Wenn du mich dafür hast, ist mir egal. Wenn die Anteilnahme am RP, weil Tina hatte mal gesagt, sie will mit ihrem Charakter sicherlich noch viel machen, will sich aber aus den Anführungszeichen Hauptplots raushalten. Anführungszeichen Hauptplot war, glaube ich, auch ihre Wortwahl. Dann wirst du mit deinem Charakter auch nicht weit kommen. Dass es Hauptplots gibt oder geben muss, ist traurig in unserem Forum. Warum es diese Hauptplots gibt, liegt einfach daran, dass die Leute nicht gepostet haben oder nur in ihren kleinen Grüppchen vor sich hin posten. Ja? Ich mit meinen Charakteren als Beispiel lebe für mich in einer lebendigen Welt. Ja? Wenn ich im RL draußen zum Bäcker gehe, sage zum kauf meine Brötchen, gehe wieder zurück, ja? Habe ich einen Dialog mit dem Bäcker, habe Dialog mit den Leuten, die drum mich rum sind, ja, wenn ich die kenne, ja, und wenn ich auf der Straße jemanden absteche, dann habe ich ganz garantiert auch etwas bewirkt. Dann wird irgendwas passieren, so. So. Wenn man sich aber nur in seiner Kebenade einschließt, ja, und nur mit seinem Partner redet, oder nur mit seiner Katze, oder nur mit seinem Hund, dann hat man keinen Einfluss auf die Welt da draußen. Ja, da hat man nicht mal einen kleinen Einfluss. Dann wird dich der Bäcker, der vielleicht eine Tür weiter draußen wohnt, wird dich nicht kennen. Und genauso ist es im lebendigen RP auch. Ja, wenn ihr postet, wenn ihr mit euren Charakteren etwas macht, ein Ziel habt, etwas verfolgt, dann müssen andere Charaktere sich euch anbinden. Das ist kein Aufzwingen von einer, wie ist das Wort mal gefallen, Haupt-Main-Storyline oder so irgendwie. Main-Storyline, ja.
Das ist kein Aufzwingen davon. Das sind einfach nur verschiedene Storyplots von einzelnen Charakteren, die einfach wichtig geworden sind für das gesamte RP. Nicht nur, weil die Charaktere stark geworden sind, sondern auch, weil die Geschichte dahinter wichtig geworden ist. Und im Naruto-Universum, ja, hat es sich schon immer um so Dinge gedreht, wie das Machtpotenzial von den einzelnen Shinobi-Reichen. Wenn ich das falsch sehe, berichtigt mich bitte, ja. Aber der Manga zeigt uns das deutlich mit den Kriegen, mit den Shinobi-Kriegen und so weiter, ja. Was ist das größte Machtpotenzial außerhalb von irgendwelchen Besonderheiten? Das sind die Biju, ja. Und um welche Shinobi-Fraktion hat mehr Macht und diesen Frieden und diesen Konflikt in der Welt? Darum dreht sich's halt, ja. Und da kristallisieren sich eben Story-Wege raus. Und dann, man folgt diesen ja nicht, aber man nimmt Einfluss darauf, ja? Und das ist das, was ich dann nicht verstehe, dass man dann sagen kann, hey, ich halte mich ganz raus oder ich poste dann mit meinen Leuten irgendwo anders oder vor mich hin, aber es betrifft euch doch. Das wäre genauso, als wenn draußen jetzt irgendwelche Terroristen meine Stadt bombardieren und ich mich hier hinsetze in mein Haus und sage, es geht mich ja nichts an. Ich bin ja ist mir egal, draußen werden meine Nachbarn abgestochen, aber ich red da lieber mit Philly und zock eine Runde hier was auf der Storm. Wir haben übrigens gerade einen potenziellen neuen User verscheucht. Wer denn? Da haben so einen bei Twink. Der hört schon die ganze Zeit mit, aber jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit Dämonen und so hat ihn wohl geschafft. Ist mir egal, also Adamantius, ich wünsche dir noch einen traumhaften Abend. Gönn dir. falls du Heroes of the Storm spielst, ich hau dir auf den Sack. Ich glaube, er spielt mit Hearthstone. Egal, in Hero Leech hau ich dir auf den Sack. Nefaras Hashtag 3216, kannst mich enden. Nee. Weiter im Text. Ich hoffe, das RL-Beispiel hat gezeigt, wie lächerlich diese User-Meinung eigentlich ist. Und genau das ist hier nämlich übertragen aufs RP. Ich weiß nicht, sieht das hier jemand anders? Im Chat, sieht das jemand anders? Ihr könnt ja schreiben. Es sind ja nur Kamui und Peter. Es sind 5 Leute. Ja, stimmt. Du zählst ihn immer nicht mit. Der, wo gerade klickt, zählt nicht mit. Ja, aber Kamui und Peter sind die einzigen, die schreiben. Achso. Die anderen sind stumme Zuhörer. Ich glaube, aber Adamantius wird dazu, weil die Zahl ist nicht weggegangen. Aber ich bin nicht sicher. Kamui sagt nur was mit Eddie. Der ist noch ein Versuch der Kamui. Ich glaube, das ist Kamui. Ich glaube, Peter hat ihn so genannt. Wir warten mal. Peter sagt 4 Leute. Bei mir sind 5. Peter, da sind schon eine kleine Zahl, jetzt gucken sogar schon 6 Leute zu. Und da sieht man dann, wie viele da so gucken. Man selbst wird nicht gezählt. Darum geht's mir nicht, Freunde. Ich habe den Chat gefragt, ob ihr das, was ich jetzt als letztes gesagt habe, ob ihr dieses sich so rauskapseln von der Naruto-Welt, wenn ihr sagt, okay, zum Beispiel mit diesem Armon jetzt, das Dev-Team, ich weiß, es kam schon mal der Vorschlag, einen Foren-Feind einfach zu bauen, aber damals war das Konzept anders. Damals, als das Konzept vorgestellt worden ist, war das einfach nur ein Feind, den die Leute dann besiegen sollen, ja. Das, was wir jetzt vorhaben, ja, die Idee dahinter ist für euch, Möglichkeiten zu öffnen, ja, weil dieser Amon ja von einer anderen Dimension kommt, dass ihr euch mehr begründen könnt. Also der Storyplot ist nicht diesen Amon besiegen, sondern das, was da hinten dran hängt, was ihr euch dann zusätzlich begründen könnt, was ihr zusätzlich an Kreativitätsmöglichkeiten dann noch zusätzlich habt. Das ist das Ganze von dem Amon. Aber das grundsätzlich, dass es User in unserem Forum gibt, die dann sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock oder nee, das will ich nicht, ich poste lieber ja mit meinem Genenteam, wie sie die Katze vom Baum holen. Das kann aber durchaus ein spannender Storyplot sein. Ja, wenn Amon die Katze besessen hat mit seinem Symbiont, dann ist das die Ultrakatze. Amon am Baum.
Ja. Nee, das sage ich ja einfach. Und da kann man einfach nicht sagen, hey, ja, da kann man jetzt doch sich nicht einfach so da rausnehmen, oder sagen, das interessiert mich nicht oder das geht mich nichts an. Oder genauso ist es ja auch im Dorf-RP. Was ich ganz, ganz schlimm momentan finde, ist, dass die Leute sich so aufregen über die Sanktionen, die Senyugahara und Yu in der RPG besonders in Bezug auf Nukonin verteilen. Ja? Wieso ist das? Es ist in unserem RP schon immer ein Fehler gewesen, dass Nukonin so freundlich behandelt worden sind. Ja? Wenn das ein Dorf macht und das die Ideologie von dem Dorf ist, wie es bei Maigetsu der Fall war, ja, dann ist das in Ordnung. Ja? Aber Maigetsu hat den Fehler gemacht, dass er es in einem bestimmten Bereich bei seinen eigenen Leuten nicht gemacht hat. Da hat er einfach Out-RPG betrieben. Und genauso ist das hier. Senyugahara hat die Nase voll von den Unfähigkeiten in ihrem Dorf. Ja? Yu hat schon immer die Nase voll von euch gehabt. Der hat euch noch nie leiden können. Ja, egal wer es ist. Man muss das Gute sehen, so ein Mensch-Charakter. Und verlaufen kann, sind ihr so viele Dorfchinobis und auch Aurea Knuckenin damals in der PG, im Grunde übers Maul gefahren, also Dorfchinobis, die sich dann ihren Befehl widersetzt haben, Kaori die eingesperrt worden ist als Knuckenin, um nicht umgebracht zu werden, die ist dann geflüchtet in der PG und hat dabei mehrere Wachleute von Senyugahara getötet, das fand Senyugahara als Tage natürlich nicht so super, deswegen sie dann gesagt haben, ich werde niemanden mehr einen, kein Knuckenin, deswegen die gleich um, weil das Risiko ist mir zu hoch. Und wie gesagt, die Dörfer sind ja auch erstmal übers Maul gefahren, haben Befehle nicht gefolgt, haben damit das ganze Dorf mehr oder weniger in Gefahr gebracht. Und da hat es Senyugahara irgendwann auch geschnauzt bekommen, hat gesagt, nee, so nicht, d
Nee, das ist alles Vorlieben, die du auch im realen Leben hast. Ja. Schon ausgelebt hast. Genau, mit Käfern. Zitat ist ja kein Zitat, aber so ungefähr war sein Ausdruck. Ja, aber genau das ist das Ding doch. Ich meine, man spielt seine Charaktere, spielt die nach Möglichkeit so, wie sie sind, und man muss aber auch verstehen, dass in einer lebendigen Welt, ich habe es vorhin das Beispiel gemacht, wenn ich rausgehe, will zu meinem Bäcker, will eigentlich nur Brötchen holen und stech dabei einen ab, ja, dann muss ich mit den Konsequenzen leben, dass ich einen abgestochen habe. Wenn ich rausgehe, sehe mit, wie jemand abgestochen wird, und gewähre dem Abstecher, dem Mörder, gewähre ich dann Asyl bei mir zu Hause, muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Schatz, du musst weiterreden, wir haben schon 7 Zuschauer. Ich red doch. Okay, warte. Ich glaube, das hilft. Ja, man muss es aber dann mal so sehen. Das mit den Nuke nehmen, so ist es ja das beste Beispiel. Auch Fudo würde niemals Seiji einsperren, obwohl er S-Rang Nuke nehmen ist. Offizieller. Meine Halsader pulsiert gar nicht, ich bin vollkommen entspannt. Du hast mich noch nicht gesehen, wenn ich wütend bin. Also, ich kann ein kurzes Beispiel aus unseren Raids nochmal nehmen. Wenn ich richtig, richtig wütend bin, werde ich ruhig. Und dann kannst du auf meinem Kopf oder am Rest meines Körpers, je niedriger mein Körperfettanteil ist, desto schlimmer ist das, kannst du die Adern wie ein Spinnennetz erkennen. Das ist so eklig. Ja, dann bin ich richtig am Rasten. Ja, aber momentan, solange ich quassel, alles in Ordnung. Guck mal, wir haben schon 9 Zuschauer jetzt. Ja, die Brüste, die geben immer einen Push. Ja, genau. Wir sind jetzt hier, also ich habe zu dem Thema grundsätzlich nichts mehr zu sagen. Du hast ja auch schon gefühlte 2,5 Stunden dazu geredet. Ja, ich rede gerne. Nee, für die Leute, die es interessiert. Ich werde gerne das bei Minato oder bei einem anderen Charakter, wenn er doch sagt, das ist doch Minato, das haben wir jetzt verstanden, weil ich habe ja viel auch Minato als Beispiel genannt. Werde ich den gerne balance-technisch aufrollen, wie seine Entwicklung war. Ich kann das natürlich nur bei meinen eigenen Charakteren machen. Ja, ich kann euch nicht sagen, wie das bei Fudo war. Vielleicht bei Fudo kann ich es vielleicht doch noch. Aber Fudo steht zur Debatte, der wurde auch nicht einmal erwähnt. Lass den doch mal aus dem Spiel. Ja, die Attacke. Nee, werde ich das gerne machen und werde das nochmal in einem extra Video aufrollen und versuchen, euch zu erklären. Ja. Und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Guck mal, wie er mit seinen Armen hier liegt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich denke, das ist auch soweit dann alles geklärt. Also, wenn es jetzt doch noch irgendwie Fragen gibt oder Unklarheiten oder. Wenn Leute sagen, der Schauer da ist im Balance nicht, dann kann man ja sonst auch nochmal privat ans Testing gehen. Oder bestenfalls direkt an dieser selbst, weil ich persönlich fühle mich immer so ein bisschen das Maul gefahren, wenn irgendein User sich bei einem anderen Steffi über meinen Charas beschwert. Da denke ich dann immer, schreib mich doch selbst an. Ja, ich kann es vielleicht nachvollziehen, weil man so sein Lieblings-Staff-Mitglied hat. Finde ich nun nicht so schlimm, wenn es über eine dritte Person läuft. Ich finde aber nur, man muss es ansprechen und man sollte dann, oder zumindest so kommen und sagen, ey, der Charakter, der hat das und das, willst du es mir vielleicht erklären, beziehungsweise könntest du es dir selber mal anschauen, ob es überhaupt richtig ist. Dann kann das Staff-Mitglied natürlich mal selber schauen und mit ihm reden. Oder das Staff-Mitglied sagt dann, sag, ja klar, ich spreche das mal mit dem Team durch, gehen das mal zusammen durch und dann, hacken. Ja. Ah, dafür wollen wir auch dieses allgemeine Balancing machen, was momentan auch nicht hundertprozentig funktioniert, aber das ist eine andere Sache. Um euch den Wind aus den Segeln zu nehmen, ich bin nicht euer Lieblings-Staff-Mitglied, also Leute, die gerne mich fragen, vergisst es gleich. Peter hat gerade geschrieben, allgemein ein Balance-Talk, warum ist es so, wie es ist, wäre für manche User hilfreich. Lass meiden. Ja, warum ist es so, wie es ist? Ich weiß nicht, wie lange verfolgst du Twitch schon? Ich glaube, ich habe 2,5 Stunden darüber erzählt, warum es so ist, wie es ist. Genau. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Also danke ich jetzt Essen. Nein, ich denke, das richtet auch zu dem Thema ist. Also. Kannst du ja noch mehr erzählen, wenn du ankündigst.
Shari hat gerade was gesagt. Er hat geschrieben, ehrlich gesagt, dachte ich, man muss mit manchen Schwächen einfach leben. Wäre da jetzt nicht direkt gekommen, die abzutrainieren, klar, ist logisch, aber da muss man halt drauf kommen. So, genau das ist es. Und genau das ist der Punkt, was ich im Eingang auch gesagt habe. Kamui ist ein Beispiel, der meine These belegt. Die Leute wissen nicht, dass man das kann. Obwohl es im Regelwerk steht. Also, ich erkläre es dir aus Jinchuriki-Spielersicht. Ich nehme einen Jinchuriki, der noch nicht lange im RP ist. Das ist Felicita. Felicita ist noch nicht lange Jinchuriki. So. Sie hatte natürlich die, sag ich mal, die Lucky Situation, dass sie den Sohn vom Kyubi Jinchuriki, der am weitesten ist, datet. Ja, das ist natürlich Glück im Unglück. Ich meine, die haben schon gedatet, bevor überhaupt ein Gespräch war mit Mimi, ne? Ja, klar, aber grundsätzlich, sie ist jetzt Jinchuriki und sie hat dadurch natürlich auch einen Vorteil, weil das halt dann auch relativ schnell geht. So, am Anfang kann ein Jinchuriki eigentlich nichts. Bei jeder popligen Fotz-Gelegenheit, wo der Jinchuriki irgendwie ein bisschen Gefühlsduselei hat, vorausgesetzt, der Biju ist aktiv, dafür muss ja auch irgendeine Gefühlssituation erstmal entstehen, ja, also so eine Nahtoderscheinung oder irgend sowas, ja. In jeder popligen Drecksgelegenheit versucht dieses verdammte Kackvieh dich zu übernehmen und auf dich einzulabern, deine Gefühle zu manipulieren und so weiter. Das muss ein Jinchuriki, damit muss ein Jinchuriki leben und das ist scheiße. Aktuelles Beispiel, könnt ihr gerne die aktuellen Posts von ihr lesen, von Felicita, ist nämlich gerade passiert und das stand kurz davor, dass Libi in Ruhr gerade mal so freigelassen wurde. Ja, aber das, und wenn Biju freigelassen wird, ist es ja auch der Tod vom, aber ich will weiter ausholen. So, Felicita hat sich durch die Entwicklung von ihrem Charakter, hatte Felicita die Möglichkeit, durch diese Paktstufe jetzt, und so kann, macht es jeder in Shuriki, diese Nachteile abzubauen und die Harmonie zu dem Biju steigt und dadurch hast du für die Verwandlungsform immer mehr Nachteile weniger. Und die Endform ist dieser Soul-Tilted Shuriki und der hat, da wird, Olli ist der Einzige, der auf Max-Niveau spielt, der noch da ist, hat für das Aktivieren von den Verwandlungsformen und für das Halten von den Verwandlungsformen keine Nachteile. Oder sehe ich das falsch? Das ist so richtig. Das heißt, wenn du den Dings anreißt quasi, kannst du so lange halten, wie du lustig bist. Ja. Nee, Haltedauer habt ihr doch mittlerweile. Ich hab eine Haltedauer. Ja, eine Haltedauer gibt's mittlerweile, gibt's immer noch. Außer, ich weiß nicht mehr, ob es beim Soul Dead genauso ist. Da seht ihr mal, ich bin ein Soul Dead in Shuriki, aber mein Minato hat so harte Einschränkungen, ich weiß nicht mal mehr, ob das bei den Shurikis normal so ist. Normal habt ihr den nicht, die Nachteile sind absolut hell weg. Bin ich auf der Meinung. Ja, gut, dann ist es noch so. Dann ist es, genau, es war bei der Bijudama, wo wir es für alle angepasst haben. Genau. Ja, wenn du das Hotel erreicht hast, hast du die Nachteile nicht mehr, weil eben der Weg dahin und alles, das dauert arschlange und der Weg dahin und so weiter, hast du die Nachteile sind nicht mehr. Na, du hast keine Haltedauer in Posts. Nein. Ja, du musst in den Biju Guide gehen und musst bei Soulheld lesen, nicht dir deine Verhandlungsform angucken. Die Chakra Cloud Form und dann musst du bei Soul Chakra Cloak Version 1 und Version 2 musst oben lesen halt. Ich glaube, sämtliche Nachteile werden halt abgeschwächt. Ja, irgendwie drüber stand da. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall ist das so. Ja, und so ist das auch bei jeder anderen Fähigkeit. Ich nehme meinen Julian als Beispiel. Ich habe mit einem krüppligen Julian angefangen mit 100 irgendwas Prozent Verstärkung, ja. Das entwickelt sich in RPG, das wird stärker, der Charakter verändert sich, dann gibt es ein Upgrade auf die erste Stufe, dann kriegt man eine zweite Stufe, dann kriegt man eine dritte Stufe. Dann merkt man, dass die zweite und dritte Stufe zu viele Nachteile haben, um die im Kampf einzusetzen. Dann konzentriert sich der Chara auf die erste Stufe und erlangt eine bessere Version von der ersten Stufe. Ja, so funktioniert das System und mit jeder Verbesserung werden diese Verwandlungsformen oder was auch immer, Jutsus, werden stärker, die werden besser, so. Ich mache euch ein Beispiel. Seiji hat ein Jutsu, war auch in der letzten ModConfi Thema, wo es um die Vorbereitungszeiten ging. Das Jutsu heißt Aterlais oder so irgendwie. Aterlais, Altairis. Altairis heißt so in der anderen Übersetzung. Und Altairis braucht einen Post-Vorbereitung für Meido-Chakra zu sammeln. Seiji hat Jutsus in der Jutsu-Liste, wo das nicht der Fall ist, wo er gar keine Vorbereitungszeit braucht. So, das kann man darauf zurückführen, dass Seiji, als er diese Technik entwickelt hat, noch nicht so gut damit klarkommt und dass dieser Weg,
wie er das Medo-Chakra gesammelt hat, nicht der optimale ist. Jetzt weiß er, wie er optimal das Chakra konzentrieren kann. Das heißt, jetzt hat er auch für Jutsus aufgrund von seiner Erfahrung und seiner Entwicklung weniger Nachteile. Und genau so funktioniert unser Forum. Und so funktioniert unser Forum für alle. Und ich hoffe, dass nach dieser MK viele das verstanden haben, wie das funktioniert. Ja, reicht. Ja, ich denke auch, dass das jetzt erstmal reicht. Schluss für heute. Ich bin für Hot Zero Leech. Nein. Das war's. Ja, das ja. Wir haben ja noch zwei Ausnahmen. Nee, oder? Doch, oder? Doch, das eine von Sarah und das andere von Peter, hätte ich fast gesagt, Kevin. Von Kevin. Warum nenne ich dich immer Peter? Er war vorhin auch schon Florian. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Aber Kevin, ich hab dich vorhin auch Patrick genannt. Ich weiß nicht warum. Nennt mich alle wie ihr wollt. Auf Hendrik. Nur bei Sirn werde ich beleidigt. Hans-Dieter. Bohlen. Ich sag ja, alles außer Sirn ist in Ordnung. Sirn. Ich hatte mal einen Klassenkameraden. So, Yasaka, jetzt kommt Kazuya. Okay. Hat sie jeder gelesen? Ja. Okay. Ja. Gut. Kazuya, ja, was ist dazu zu sagen? Ich bin ganz klar dafür. Jetzt nicht, weil er so Minato und so ist. Ich bin ganz einfach dafür, weil Kevin dieses Syndrom eben hat, dass er nur zwei Charaktere auf die Reihe kriegt und der dritte immer Kacke ist. Was heißt Kacke? Er spielt ihn dann irgendwann nicht mehr. Und es ist eigentlich auch ein persönliches Anliegen von mir, weil alle dritten Konzepte, die er da sich aus dem Hut zaubert, die bespricht er immer mit mir. Und es geht mir auf den Sack. Ja, dass ich jeden zweiten Tag da irgendwelche Konzepte besprechen muss. Nee, Quatsch. Kazuya ist einer der wenigen richtigen Nukenen, die jemals im Forum waren. Das heißt, die was machen. Die hat ja zum Beispiel Suna besetzt, damals mit Akatsuki. Er ist ein böser Charakter, Anführungszeichen böse. Er hat seine eigene Weltanschauung. Ja, er setzt die durch und alles andere, fuck you. Genau solche Nukenen braucht das Forum. Ja. Die Storyline ist gegeben aufgrund der Amon-Geschichte, warum man Kazuya zurückholen sollte. Balance-technisch das einzige Problem, was ich daran sehe, ist Edo Tensei. Meines Wissens nach wurde, als Kazuya gebalanced wurde, damals hatte er das Edo Tensei schon entfernt bekommen. Er hatte das theoretische Wissen, konnte es aber nicht anwenden. Ich hab noch eine andere Sache, die mich stört, das sind die 13er Werte. Ich meine, es kann ja sein, dass er das damals gehabt hat, auch wegen Akatsuki-Lieder, aber um das ins jetzige Balance zu bringen, würde ich glatt dazu raten, aufgrund da er ja tot war, soweit ich weiß, da die Werte ein bisschen anzupassen. Ja, die Werte will er ja eh anpassen, aber ja, aber die 13er-Werte dürft ihr theoretisch haben, sonst müsstest du Seiji auch die trainierten Kage-Stats abnehmen. Aber Seiji war nicht die ganze Zeit tot. Naja, aber das hat ja mit dem... Du wirst, wenn er mit dem Gedorin der Tänze wiederbelebt wird, hat er die Step-Werte wie vor seinem Tod. Also das ist irrelevant, wie lange er tot war. Was aber auch von mir eine Einschränkung ist, Kazuya war ziemlich gefickt, was die Augen anbelangt. Und wenn du mit dem Rin der Tänze in Nojutsu wiederbelebt wirst, hast du diese Schäden auch noch. Ja. Das ist ein Nachteil für deinen Charakter, den du da am Anfang hast. War der blind oder? Der war fast blind, ja. Blind. Fast blind. Also er war ziemlich blind, aber halt er hat die MS-Jutsu am Schluss gegen Yoshi und Kaimischara blind eingesetzt. Soweit ich das weiß in Konoha. Also war er blind oder fast blind? Nee, war bei vorletzten Stufe meiner Meister. Ja. Oder sowas. Wie viel sieht man denn da noch? Also ich glaube, Maulwurf sieht mehr als er. Ich weiß nicht, wie Maulwurf sieht. Also, Farben sieht er nicht mehr, verschwommen, halt Sicht stark eingeschränkt. Okay. Naja, wenn sie das so machen, dann würde ich glatt eine
Meteranzahl so angeben. Das ist doch von den Ushias. Das hat doch mit dem Balancing jetzt gar nichts zu tun. Das ist Ushia gerade. Die Schadenspunkte sind definiert mit den Nebenwirkungen. Das hat mit dem... Ich dachte, die könnten mir das gleich beantworten. Habe ich doch jetzt. Du bist kein Ansprechpartner. Ich bin ehemaliger Ushia-Ansprechpartner. Ich kann das genauso gut. Nein, das sind die... Das sind die MS-Schadenspunkte. Die kann er sich nur bereinigen, wenn er sich ein anderes MS einsetzt. Dann hat er EMS und dann ist es beide. Ja, so... Du kannst das nicht rein. Steckpunkte werden umverteilt, wenn du die gebraucht. Beide vom MS hat er halt. Aber ja, weil er halt das EDO-Tensel haben. Und da sehe ich ein bisschen ein Problem. Ja. Als Erklärung zum Blitzenzel von mir, das war damals ein Balance-Aspektpunkt, dass ich gesagt habe, er setzt es nicht mal ein. In RPG gab es aber nie eine logische Begründung, warum er es nicht einsetzt. Okay, also er hat es nicht irgendwie verlernt durch irgendwas oder sowas. Also er hat es nur einfach nicht angewendet. Richtig. Gut, dann hat er das EDO-Tensel. Naja, aber wenn Kevin das wegmachen möchte, können wir es ja so machen, dass er durch wiederbeleben oder sonst was das verloren hat. Er will es ja nicht wegmachen, er will es wieder benutzen. Ja. Oh, schade. Also er verliert jetzt diese Reduzierung von Dings und Dings. Das ist sowieso ein Ding, das haben wir nicht mehr. Haben wir ja gesagt, gibt's nicht mehr, diese Reduzierung. Luin, das ist der Mitweg, das kann man dann nehmen. Das ist anstrengend. Weil das andere an sich, das haben wir generell gesagt, eine Reduzierung, so wie es nicht. Obwohl du ja ihn nachbewerben kannst. Ich hätte bei Jutsu so diese Reduzierung. Bei XY. Also ich bin für Abstimmung. Oder hat noch jemand was zum Jara? Fragen? Ich sag mal angenommen dazu und ich muss mal so 5 bis 10 Minuten AFK. Nächstes MK. Aber wieder ein Zombie weggehauen. Klar. Können wir abstimmen? Ja. Also ich mach's mal hier im TS. Also Kevin startet quasi mit einem Charakter dann, der am Max-Cap von... Ja, wo dann sein Max-Cap von allem ist. Ja, natürlich ist er das. Kazuya ist halt so. Kazuya war so, der ist so gestorben. Ja, der hat er sich doch durch das NRPG schon angeeignet. Du kannst ihm doch jetzt nicht die Stats wegnehmen. Naja, wie lange war Kazuya dann weg? Ja, aber er hat die Stats doch trotzdem schon gehabt. Er hat schon so viel gespielt, dass er diese Stats hatte. Ja, das ist in dem Fall des Jutsus, was Suku dann anwenden wird, ist völlig irrelevant. Er wird wiederbelebt in seiner stärksten Form. Es war dabei auch wiederbelebt worden. Er hat natürlich seine Ausrüstung nicht, ne? Also die Ushia-Schriftrolle hat er definitiv nicht und den ganzen Kram auch nicht, ne? Also er müsste sich ausrüsten und natürlich irgendwie wieder selbst besorgen. Naja, das ist in der PG, die bräuchten erstmal einen richtigen. Ich weiß ja nicht, wie lange er schon irgendwo verbuddelt war und sein Körper dann einrottet. Naja, es ist wieder, ich sag mal ganz blöd, es widerstrebt mir, einen Charakter mehr oder weniger genau so anzunehmen, wie er war, der vor 5 Jahren erstellt worden ist. Also ganz kurz gesagt, egal wie lange der dann gespielt worden ist. Ich finde, das passt einfach nicht, weil innerhalb von fünf Jahren hat sich ziemlich viel getan bei uns. Er wird ja auch gebalanced. Ja, aber nicht was Statpunkte angeht. Nee, du kannst ihm aber nicht die Statpunkte da abnehmen, das geht nicht. Gibt keine logische Begründung, warum das so ist. Sagen wir es mal so, ich würde auf jeden Fall an dem Punkt mitgehen, die 3 10er-Stat-Werte, weil Genjutsu 10 hatte ich damals nur, weil es Tsukuyomi als Voraussetzung hatte. Ich werde jetzt Genjutsu 8 sogar machen. Ja, dann wird es ja passen. Weil es Tsukuyomi auch nur braucht. Und ich würde dann die 3 10er-Stat-Punkte, meinetwegen, muss ich nicht zwangsweise haben. Ich finde es ziemlich krass, seit sofort fängt im Grunde jetzt nach 5 Jahren mehr oder weniger mit einem Charakter an wieder. Der Sport, Max Cap, 28 Sterbpunkte, plus 3 Trainer, der ist einfach da, weil er jetzt einfach mal wiedergeholt worden ist. Kann man sagen. Ja, und wenn er loswerden will, muss der Shinji die Augen ausreißen. Hm?
Das hat gerade gesagt, er wird in seiner stärksten Form wieder. Das hat Olli gesagt. Wird er ja auch. Das heißt, die Schadenspunkte sind weg. Nee. Körperliche Schäden bleiben, aber er wird so in seiner Dienstin wiederbelebt. Er wird so wiederbelebt wie kurz vor seinem Tod. Ja. Gut. Genau. Und die Schadenspunkte, die müsste sich, was weiß ich, über halt das EMS dann oder halt über Regeneration irgendwie, müsste sich das aneignen. Müsste man sich einsetzen. Dann hätte er sie weg. Ja, also gegen Wiederholen an sich habe ich nichts. Ist mir halt so diese Step-Punkte und so, was da halt ist, dass man ein bisschen. Ja, ist ja dann Balance-Aspekt. Ja. Ich persönlich würde zum Beispiel balancen, dass ich diesen Allrounder-Faktor mit Taijutsu rausnehmen würde. Er wird kein Taijutsu können. Ja. Geht mir auf den Sack sowas selber. Er soll sich dann mit Felix auch auf seine Sachen zulegen. Na gut, ich finde es halt Panne, er hat gewissermaßen eine stärkste Kicker-Genke. Und wir haben die Regelung, kein Edo-Tensor und Kicker-Genke. Ich weiß, das ist jetzt storymäßig blöd, aber gut. Er wiederbelebt. Das sind hier die Panne. Ja, er hat es ja vorher auch schon, er wird wiederbelebt. Was willst du denn hier machen? Das ist jetzt der Punkt, wo ich halt meine. Es ist ein. Ich weiß nicht, ich schätze mal, dass die Regelung damals einfach noch nicht so da war. Ja, Nee, die Regelung ist aber auch behindert. Wir haben doch letzte Modskonfig gesagt, dass es mit Ausnahme geht. Das ist eine Ausnahme. Ja. So, weil das Orochimaru KG ist für mich, ist das auch eine Besonderheit, ist für mich auch ein KG. Ja. Jeder, der sagt, dass das Orochimaru Ding kein KG ist, hat keine Ahnung. Das Kamisuru Clan KG zum Beispiel ist auch ein KG und das paar Bienchen beschwören ist doch wohl schwächer als das die ganze Scheiße, die Orochimaru kann. Das stimmt. So, also ist Orochimaru für mich ein KG. Nach der Logik ist ein Pichu ein KG, weil der Pichu stärker ist als der Kamisuru, oder was? Ja, Pichu ist doch eine externe Chakraquelle. Was hat das mit deiner genetischen Veränderung zu tun? Orochimaru wird deine DNA auch verändert. Deswegen ist es für mich ein KG. Ja. So ist die Logik nämlich dahinter. Ja. Deswegen sage ich dahingehend, wie gesagt, es ist eine Ausnahme. Ich finde das mit dem Edo Tensei, das war ja auch mein einziger Kritikpunkt. Ja? In RPG kann man es logisch nicht begründen, aber muss natürlich auch sehen, wir haben es auch bei Leandre, wobei bei Leandre die Ablehnungsgrund ja das Hauptelement war das Karton, dass das fehlt. Und das wiederum kann man in RPG begründen, was ich ja auch erklärt habe in der Ankündigung. Ja, deswegen, wenn er da was anderes im Monat hat, unbedingt. Da haben wir ja ein Beispiel genannt, wie das funktioniert. Könnte. Ja, ist halt so. Hat Einschränkungen, Rest ist ja Balance. Muss ja nochmal komplett neu beworben werden, da will ich mal. Ja. Das wären auch unzählige Juxus aus der Juxu-Liste, weil sie gerade nicht mehr up-to-date sind oder sowas. Also ich vertraue Kevin einfach mal, dass er das mit Maß und Richtigkeit alles macht und gut ist. Aber er wird jetzt nur die Technik haben und nicht 10.000 Körper auf einmal. Er startet ja ohne Körper. Er hat mehr die Siege-Dinger. Also. Ich dachte, dann denke ich, wer alles gestorben ist und nicht verbrannt wurde. Oh oh. Angenommen. Ja, dann ist das angenommen. Geht für Kevin. Buh. Sarahs Besonderheit. Da würde ich gerne wissen, wie viel mit Kevin abgesprochen ist. Ich auch. Also Kevin, hast du die Ausnahme gelesen? Ja, hab ich. Gut. Ist alles soweit storyline-technisch abgesprochen? Ich habe jetzt nur aus meiner Sicht natürlich gesagt, wie weit es in Ordnung ist. Ich habe dir immer nur ein paar Würfelstücke gegeben und Sarah hat sich da immer wieder eigenständig auch noch Gedanken zu gemacht. War stellenweise ein bisschen nervig hin und her, aber tut dir nichts zur Sache. Es ist definitiv von der Storyline her so möglich. Mir sind nur zwei Fehler aufgefallen. Von RPG-Start soll sie 18 sein. Das haut nicht hin. Weil sie, wie unten ja wichtige Daten steht, war sie 10 Jahre lang in der Tengu-Welt. Die Tengu-Welt läuft 30 Mal so schnell wie die normale Welt. Das heißt, ein Tag sind 30 Tage, sprich, müsste eigentlich 30 Jahre alt sein.
wird vom Aussehen, das mit dem Alter wird, vom Aussehen her nicht ins Gewicht fallen, weil Tengu unzählige Jahre alt werden können. Ja. Ist genau. Davon ja, nee, passt schon. Nee, dreimal. Du hast doch gesagt 10 Jahre? Ja. 30 plus die 8, die sie da war, 38 natürlich. Was mir ein bisschen komisch aufgestoßen ist, ist, dass sie in ihrer vorherigen Aufnahme wollte sie diese Genius-Besonderheit haben mit diesem Aussehen halt. Und es war alles sehr auf Genius ausgelegt. Und ihr jetziges hat Genius zu 0. Wollte sie auch? Achso, da frage ich mich so ein bisschen, geht es jetzt nur um das Aussehen oder was genau möchte sie jetzt eigentlich? Weil ich vorher dachte, es geht wirklich um diese Genius-Stärke, sag ich mal, dieses mit auf Genius zu auslegen plus dieses Aussehen, aber scheinbar ist dem nicht so. Das finde ich ein bisschen komisch. Und wenn es nur um das Aussehen geht, dann braucht man nicht Teleportation und schieß mich tot noch. Das ist mir halt ein bisschen komisch vorgekommen. Es ging, wenn ich es jetzt recht entsinne, viel ums Aussehen, aber ich muss auch ehrlich sagen, sie wollte das mit Geniuses und da habe ich durch von vornherein gesagt, ich sage, Geniuses geht nicht, weil Tengus keine Ahnung von Illusionstechniken haben. Das heißt, wenn man es über den Weg begründet, geht es überhaupt nicht, da irgendwas mit Geniuses zu machen. Das habe ich ihr von Anfang an gesagt. Ich habe aber auch gesagt, dass sie dann natürlich das Kotom-Element haben muss. Da sie mehr Tengu ist, kann sie auch kein zweites Element haben. Beziehungsweise dieser Balance-Aspekt kam dann von Sarah selber noch dazu. Und ich hab ihr dann nur mit auf den Weg gegeben, wenn sie schon drei Viertel Tengu ist, dass sie dann natürlich auch in Maßen, das muss sie sich dann selber abschätzen können, auch auf allgemeine Tengu-Fähigkeiten zurückgreifen kann. Ja. Macht ja sonst auch keinen Sinn. Sie stammt von den Tengus ab, warum soll sie nicht auch teleportieren können? Kann Hikari auch. Ja. Wird bei ihm natürlich anders aussehen als bei Hikaris. Da hat sie ja beim selber ja auch schon Abstriche gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es hier auch so bei mir hat. Doch, wurde ja besonders. Süße. Und das Einzige, wo ich sage, finde ich, das geht nicht, ist, dass sie erstens tierlieb ist. Dass sie bei Vorlieben. Nee, Abneigung. Wo war das jetzt? Nee, dass sie genau, dass sie hilfsbereit ist und tierlieb. Ich hab was gegen die Dunkelheit und dunkle Präsenz. Du hast das Licht in zwei Arten gespalten. Die Tengus sind doch die böse Version vom Licht. Ja, Abneigung, das müsste auch raus. Das muss raus. Also dunkle Plätze, die Tengus, die haben doch sogar diesen Tempel des Lichts, wollten die den, als wir mit Seiji und so dort waren, wollten die den doch sogar korrumpieren, also dieses dunkle Licht praktisch draus machen. Ja, die Tengus repräsentieren so gesehen die dunkle Seite des Lichts und sind deswegen auch gänzlich großartig gewesen, ja. Genau, deswegen, so habe ich das auch in Erinnerung. Ja, sie handeln nur in ihrem eigenen gierischen Machtsinn. Nichts anderes. Wenn sie lieb sind, dann nur um andere Leute zu verarschen und an ihr eigenes Ziel zu kommen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich vermute einfach mal, dass so wie die Tengu sind, dass nicht die Art ist, wie Sarah den Charakter haben möchte. Weil der war nämlich auch als in der ersten Verfassung, sag ich mal, war Ichara auch sehr lieb und alles. Ja, wenn ich mir so die Charaktereigenschaften, also meiner Meinung nach geht das Konzept nur, wenn sie es auch so spielt, wie ein Tengu ist. Richtig, und ich glaube nicht, dass das Sarahs Wunsch ist, so einen Charakter. Vor allen Dingen, wenn hier steht, sie hat 10 Jahre bei den Tengus gedingst, dann haben die ihr das doch alles eingetrichtert, da kann sie nicht lieb sein. Oder sie hätten sie umgebracht. Ja, anders wäre es, wenn sie jetzt als kleines Tengu-Baby, was weiß ich, aus dem Ei geschlüpft vom Menschen aufgezogen wird. Dann wäre das anders gewesen. Ja, also, richtig. Also ich hab bis jetzt zweimal mit einem Tengu zu tun gehabt. Das einmal war in so einer Erinnerung, Vision von Fudo da. Der hat aber nur mit mir, mit Seiji gesprochen. Und das andere Mal war ich im Tempel des Lichts und da hat mir der Tengu sofort auf den Sack gehauen. Ja, da bin ich Fresse vorgekommen. Ja, yeah. Wir haben nicht mal richtig was gesagt und die haben uns sofort angegriffen, die Spasti-Viecher. Konnten unsere Gedanken lesen, haben in unseren Köpfen rumgefummelt und haben uns sofort angegriffen, die Arschgesichter. Diese muss quasi Sarah schreibt gerade einen Switch, ansonsten wäre sie aber 9 Jahre alt.
Ja, nee, das ist es ja, das ist richtig. Das hatte ich ihr auch so, ja, hatte ich ja so auch mit ihr besprochen, dass diese Zeitverschiebung natürlich auch daran gebunden war, an dem Alter. Ich kann ja nur so das sagen, was möglich ist. Ich sitze ja nicht in Sarahs Kopf und weiß nun alles. Charaktereigenschaften hatte ich auch gar nicht mit ihr durchgesprochen, deswegen wusste ich es selber auch nicht. Hab sie darauf aber auch nicht nochmal gefragt, wie sie ihn auslegen will, weil es mir selber auch nicht in den Sinn kam. Andere Sache ist, es ging natürlich auch nicht, dass sie jetzt erst in der Tenno-Welt sind, weil seit gefühlt 2, 4, 5 Jahren mittlerweile kann Fudo sämtliche Präsenzen im Reich des Lichtes spüren, beziehungsweise wenn sie dort gewesen wäre, nur in den 2 Jahren Aufenthalt, wo Fudo nicht da war, aber das funktioniert auch nicht, weil dann hätte er sie im großen Krieg des Lichts getötet. Und sie wäre jetzt in seinem Körper. Also ich sag mal, ganz blöd, wie allgemein, dass sie von den Tengu abstammt, dass sie ein paar Tengu-Fähigkeiten hat und so, ist möglich, wäre in Ordnung, aber der Charakter an sich mit den Eigenschaften, dem Alter und so, wie Sarah sich das vorstellt, ist nicht möglich. Das heißt, sie müsste an sich den Charakter so rum nochmal überarbeiten, eigentlich. Ich hab noch eine andere Idee. War das nicht, als Andys Charakter, diese Andys, wie ist Andys Chara, sein Hikari? Ragen. Ragens Vater, der Tengu, der hatte damals mit dir, glaube ich, eine Möglichkeit abgesprochen, wie der Vater von Ragen leben kann. Und der Vater von Ragen, dieser Tengu, hat doch überlebt und hockt doch irgendwo bei uns in der Shinobi-Welt noch rum. Die Möglichkeit hat jeder Hikari noch. Ja, aber irgendwie bei Ragen war das so, Fudo konnte diesen Tengu auch nicht spüren, da gab es irgendeinen Grund, ich weiß aber nicht mehr warum. Fudo konnte ihn damals auch nicht spüren, Fudo hatte nie die Spürfähigkeiten wie Seiji damals, es kam ja erst mit dem Shikara no Hikari. Und seit wann hat er das? Oh, das war kurz bevor sein Mizukage-Amt weggegeben hat. So, dann hat Sarah doch auch die Möglichkeit, das mit den Tengus und so weiter, sie kann ja, bevor Fudo diese Fähigkeit hatte, kann dieser Tengu, du hast ja auch, die Welt des Lichts ist ja auch erweitert worden, um diesen Wolfskriegerstamm, der Erwähnung gefunden hat, um diesen Totengott im Reich des Lichts, ja, diese zeitlichen Lücken auszubügeln, die es da gibt, das ist doch absolut überhaupt kein Problem, ja. Wenn es an diese Spürfähigkeit von Fudo einfach nur geknüpft ist. Ja? Der Charakter darf einfach nicht in der Menschenwelt sein, seit Seiji und Fudo die Fähigkeit haben, Licht und Dunkelheit so in so extremem Ausmaß zu spüren. Richtig. Genau. Und so dann ab dann muss er in der Tengu-Welt gewesen sein. Oder sie. Und das heißt, dass sie vorher quasi in der Menschenwelt gelebt hat und so wäre dann auch die Charaktereigenschaften möglich, oder wie? Genau. Dann wären die anderen Eigenschaften möglich. So, dann ist jetzt aber die Frage, ich lege Sarah ans Herz, wenn du das spielen kannst, spiel einen Charakter mit zwiegespaltener Persönlichkeit. Wenn du das spielen kannst, würde ich das so machen, dass du halt die Möglichkeit hast, deine liebe Persönlichkeit zu spielen, aber auch dieses Tengu-Wesen zu spielen, weil es kann ja sein, dass diese Tengus, ich kenne mich mit der Hikari-Storyline nicht so aus, ich kann nur das sagen, was ich weiß, dass diese Tengus gesagt haben, naja, die wussten ja von diesem Putsch praktisch im Reich des Lichts, ja, dass die Tengus dann halt all ihre Ressourcen gebündelt haben, sind ja ins Reich des Lichts, haben dann diese Dreiviertel-Tengu-Dame auch mitgenommen, haben gemerkt, dass sie eigentlich ein scheiße freundlicher Sack ist, haben die ein bisschen gefoltert, ein bisschen Richtung Tengu-Blut reingepusht, weil das haben die Viecher ja im Blut, die sind ja grundsätzlich böse, ja. Und dann hätte sie einfach mitkämpfen sollen, ja. Ich glaube, Sarah versteht nicht ganz, was du meinst, sie fragt Schizophren. Ja, zwiegespaltene Persönlichkeit, genau, Schizophrenie. Ja. Schizophrenie aber ist nicht das, was... Ja, das ist was anderes. Zwiegespaltene Persönlichkeit braucht auch eine Ausnahme, weil es ein Aufnahmestopp ist. Das hier ist eine Ausnahme. Ist ja jetzt gerade. Ich versuche nur Möglichkeiten zu finden, das Konzept spielbar umzusetzen, ohne dass es in Konflikte gerät. Weil es bringt nichts, wenn man dem User aufzwingt, einen rein bösen Charakter zu spielen, wenn der User darauf keinen Bock hat. Und der Charakter dann in 2 Monaten im Archiv landet. Dann ist die Arbeit, die Kevin jetzt in den Charakter gesteckt hat, umsonst. Dann ist das Ikari-Tengu-Konzept umsonst, was da reingearbeitet wurde. Und das ist scheiße. Ja.
Deswegen versuche ich jetzt Lücken zu finden, wie man diese Freundlichkeit spielen kann, aber auch diese Grundnatur von den Tengus nicht vergisst. Ja. Das ist mein Anhalten. Ich wäre dafür, dass wir die Ausnahme allgemein annehmen und dass die Bewerter auf diese Dinge halt achten müssen. Am besten nimmst du Kevin als Bewerter rein, mich als Bewerter rein. Ja. Und wir achten dann auf diese Dinge und gucken, dass der Charakter dann passend ins RP kommt. Ja, und Sarah muss sich dann halt nochmal überlegen, ob sie das halt macht mit der zwiegespaltenen Persönlichkeit. Ja, oder nicht. Und wenn sie das nicht machen möchte, dann muss sie halt voll und ganz auf diese böse Schiene halt fahren. Ja, und was mit dem Alter, muss das dann auch angepasst werden? Nee, ja. Hm? Ja, kommt drauf an. Wie gesagt, ich will der Timeline nochmal was durch den Kopf gehen lassen. Chris hat da einigen Punkten gar nicht so unrecht, aber ich muss mir das selber machen. Ja, wie gesagt, ich spiele kein Hikari, ich kann immer nur das wiedergeben, was ich halt so mitbekommen habe und was mein Chara spüren konnte. Die Spürfähigkeit von Seiji, was Licht anbelangt, ist ja auch im Verlauf von RP gewachsen. Ich kann jetzt halt noch nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt, wie genau, was ihm hätte auffallen können. Das, keine Ahnung, das ist zu lange her. Ja, deswegen, wie gesagt, ich werde mit der Timeline technisch nochmal was überlegen. Vielleicht muss sie gar nicht 10 Jahre in der Tengu-Welt gewesen sein, sondern war nur 2 da. Ja. Ja, genauso muss man halt immer auch berücksichtigen, immer wenn so Leute in einer anderen Welt, zum Beispiel kann Seiji Lichtchakra nicht spüren, wenn er zum Beispiel in Anshu ist. Das geht zum Beispiel nicht. Ja, da ist er Noob. Nein, nicht? Ne? Also das von Fudo ja, weil er halt der Meister des Lichts ist und Duranen. Aber von anderen Hikaris kann ich es nicht, weil halt die Dunkelheit, das überlagert halt alles. Das ist... Ja, nee, gut, das ist ja richtig. Ja, nicht möglich. Ja, sehe ich auch so. Können wir doch mal. Gut. Außer jemand hat Einwände. Nö. So, sind wir durch. Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. ModConf hier vorbei, noch 6 Zuschauer am Start. Ist doch gut. Was denn? Ich hab echt geschlafen. Was muss man für raus? Ja, hau rein. Lass mir sagen, was ist? Das am Ohr da. Was ist das? Das ist die Haut so abgefallen. Pünktlich zum Schluss ist Pet auf wieder da. Muss man irgendwie die Ohren mal gescheit waschen. Pet ist schon eine ganze Weile wieder. Ja, ja. Er lügt. Muss er mal in die Badewanne, muss man mal die Ohren gescheit waschen. Dann verschwinden jetzt aber wieder der Versenkung. Die Ohren und die Haare. Der stinkende. Jetzt schaut es heute Abend die ein oder andere Kritik zustande bekommt. Was? Dann halt Pet vor heute auch zu funktionieren. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, Nacht. So. So, was ist jetzt mit Ranked? Ich hab die ganze Zeit die Bubis da laufen lassen. Jo, die sind geil. Ja, gerade also. Wer soll den Scheiß jetzt annehmen? Welchen Scheiß? Der Fingrich Envy wieder. Das muss das Ding. Ich sitze 3 Wochen dran, weil er so pingelig ist, ey. Wenn er das jetzt vorher gemacht hätte, nee, dann hätte ich das mit dem MK nehmen können. Aber nein! Wo ist denn Tim mit schon wieder? Ey, der ist doch. Ja, was macht denn Kaiserslautern? Himmel lutschen oder was? Alter, ist auf und es ist Sonntag. Der muss morgen in die Schule, der Spast. Denkst du? Ich meine, Schule interessiert mich nicht. Also, Hotz ist wichtiger, aber saufen muss man nicht. Übrigens hier die Leute, die immer noch im Twitch hängen. die MK ist vorbei. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Bubis gehen immer. Und ja, es ist richtig, je mehr Pornposts man schreibt, desto mehr Jutsus und Scheiß kriegt man angenommen. Das hat man richtig erkannt in der großen Konfi. Das ist so. Hashtag ist so. Wenn Philly und Anna miteinander schreiben, sind da nur Herzchen, Kuss-Smileys, Herzchen, Kuss-Smileys, Herzchen, Kuss-Smileys, Herzchen. Was schreiben die denn? Ich hab sie angeschrieben nach 2 Wochen oder so. Wollte Liebe mit ihr teilen. Gut. In diesem Sinne, ich mach den Twitch-Channel jetzt aus. Besser ist. Ja. Also kurz, versteht, ich gehe damit auch ins Bett. Gut.
Gute Nacht, Martina.